Mist. Genau, wenn ich in den Zwiebeln mache, ich kann nicht mehr, Alter. Das ist genau das. Das passt so. Ja, natürlich. Zumindest beim Luna, also auch bei Runja. Ich habe irgendwie noch 40 gehört auf der Autofahrt. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Was sind Profis? Ach so, oder ja, animiert so richtig auf was, ihr habt eine. Muss ich auch dieses Handy hinstellen? Einer ist immer der Loser. Weil ich fast keine Animo-Emotes habe. Ich habe allgemein keine Emotes, so. Komm. Also weißt du, ich habe noch voll viele. Und dann heißt es ganz hinten, ganz unten im Arsch. Haha. Guck mal, das ist wie gut hier rumstehen hat. Ich habe überall irgendwie. Ja, ja, der lädt noch. Dann lädt schnell. Mortar, lass dir ruhig Zeit. Nee, sonst hat Kakashi hier so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Situation. Die kann man ihm nicht leisten. Ja, wie auch so. Hey, ein Gohan ist online. Nein, das ist ein Gerücht, das bin ich nicht, nein. Aus. Ja, sag mal, bist du bei Twitch? Ich glaube, ich hab die auch von irgendjemandem. Nein, ich doch nicht. Erst bei YouPorn. Bei OnlyFans. Warum denkst du, krapschen wir uns immer im Spiel? Nee, oh, aber du brauchst doch mehr Follower, du musst doch Affiliate werden. Du bist bescheuert. Du musst doch Geld kosten, Geld verdienen. Genau. Ich werde ganz groß und dann kündige ich und mache das nur noch hier drüber. Ist richtig. Da bin ich halt das Problem, ist, ich bin mega Emote-Commission. Keine Lust drauf. Und deswegen habe ich viel So, Mottermill? Ich hab dich schon mal geslottet, weil du wirst eh nichts anderes spielen. Ich kann mich ja richtig einstellen. Ja, ja, aber du bist aber auch, weißt du bist der Letzte, der rauchen kommt, aber der Zweite, der grün ist. So, jetzt darf ich grün machen. Vergessen, dass man noch einen Button drücken muss. Ja, habt ihr alle Agri gestartet? Was ist das? Kann man das essen? Wir werden es sehen. Also dafür, dass wir später anfangen, ne? Läuft das ja sehr geschmiert. Bis jetzt. Aber du, manchmal solltest du es eigentlich mal und wieder aktivieren. Ja, weil mach ich ja. Immer nach dem PC Neustart. Stimmt. Nicht jeder ist so wie grün, lässt den PC 24/7 laufen. Hallo, mein PC hat heute einen Neustart bekommen. Aber PC hat heute einen Neustart bekommen. Nein, Windows hat mich heute nicht dazu gezwungen, aber man muss auch ab und zu mal den Arbeitsspeicher-Catch wieder lernen, deswegen muss man ihn neu starten. Alter, dann auch mal Rechner, ey. Ja. Hallo, das schadet dem Rechner nichts. Imagine, man hat einen Beruf und schaltet sie aus, während man außer Haus ist. Das ist ja verrückt, oder? Ja, aber wenn man Urlaub hat, geht man ja nicht aus dem Haus. Das könnte ich jetzt dementieren. Ich hab heute den ganzen Tag gezockt. Was soll ich außer Haus? Das sind wir ja eigentlich. Oder einen Rechner ausschalten, das wird ein bisschen schwierig. Oh. Ich rechne trotzdem nachts aus. Ja, aber heute. Aber heute Nacht habe ich 50 GB Kreises runtergeladen. Und die Nacht davor habe ich 6 Stunden lang Automobilister die KI fahren lassen, damit ich wenigstens schlafen kann und dann weitermachen, wenn ich wieder da bin. Wollte mich wissen, ob die KI tanken und so geht, hat sie gemacht, alles wunderbar. Okay. Redobmiko hat bestätigt. Redobmiko hat's bestätigt. Das erklärt doch, warum er jetzt nicht mehr on ist, ey. Der hat den Stream bis zur letzten Stunde hat er sich anguckt, dann wurde er angerufen. Mortar. Also, informative Sache. Wir spielen heute mal wieder ein paar bisschen Bundeswehr, habe ich mir so vorgestellt. Was wie jetzt? Wir sind hier in der Nähe von Farabat. Okay, cool. Okay. Und alles, was ihr, wenn ihr von dem Kreis. Ihr habt ja bestimmt dieses Fahrtenkreuz Ding, wenn ihr genau auf den Kreis geht und den Fahrtenkreuz nach unten und nach oben zieht. Rechts ist unbekannt, links ist bekannt. Rechts ist feindlich, links ist freundlich. Da ist Clippy! Ja, so kann man das auch malen. Ja, Clippy! Jetzt noch bunt gemacht. Ja, Clippy! Sieht sehr interessant aus, ja. Ist wurscht, jeder weiß, was gemeint ist. Hallo Clippy! Euer Auftrag ist es, ins rechte Gebiet einzudringen, kann man sagen. Dort Erkundschaften vorzunehmen und Meldung ans Gebiet zu geben. Also Leute, das erste, was wir machen, gleich erstmal alle Funkgeräte ausbauen. Dann ist nicht möglich. Ja, dann müsstest du das Fahrzeug zerstören. Überall das Ziel, oder was? Danke für den Gift! Mach das eine Einheit aus Team aus Germany, wir können einfach nur zusammen ziehen. Die rechte Seite ist feindlich, ihr sollt dort Kundschaften vornehmen. Wo genau es losgeht, erfährt ihr dann, wenn es losgeht.
Man hätte jetzt uns die Karte schon mal hinrichten. Ist schon komisch, wir halten jetzt den Missionsbriefing, erfahren aber erst gleich, wo wir... Ja, deswegen... Ja, es ist ganz klar, wo ihr die ersten Kundschaften machen sollt. Also... Also, so rein theoretisch, also ich würde jetzt mal annehmen in der ersten Ortschaft. Alles, was rechts ist, ist okay. Frei. Also rechts ist so eine Auslegungssache, glaube ich. Ja, ab dem Strich. Er hat doch eine Linie gezogen. Na, Richtung Osten oder Richtung Westen ist die Frage. Wir haben noch 20 Minuten. Weiß nicht, okay, haben wir noch bei mir ist die Karte nördlich ausgerichtet, also ist rechts nämlich Richtung Osten. Oh Mann, warum sind die Wörter... Was für ein Fall. Okay. Der Kleine ist so beschissen, dass Minecraft er sich in die Kraftwoll integriert hat. Ja, wirklich. Elia. Ja, komm, wir fangen einfach um bei dieses... Was ist das für ein Kaftakar oder wie auch immer da oben? Fangen wir an und fahren einfach da unten durch. Kaftakar. Genau, wir fangen ganz oben an und fahren da unten durch und passt das. Dann nach Sharuk, dann nach Alikala und jagen alles in die Luft. Das war ein taktisches Zeichen. Oh nein, jetzt klickt es auch mal so zur Info. Lappen mit Urin im Gesicht. Oh Gott, okay, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Linie seht. Feindliches Gebiet wird ja rot runtergezogen, gestrichelt. F. Okay. Ah, ich bin auch so. Ach nee, doch, ich bin. Nein. Habt ihr Längeweile? Alter, das wäre. Was? Warte mal, jetzt brauchen wir noch. Würdest du bitte aufhören zu schreiben, Grubi? Das sieht furchtbar aus. Ja, ist ja Tastatur. Mir wurscht. Okay. Aber wie gesagt, das ist eindeutig keine Tastatur. Ihr macht nur der Kundschaft, der Rest kommt gleich. Damit hätten wir nicht rechnen können. Ja, ich hab, der erste kommt gleich. Also darf ich hier eine Grundschule in den 6 bekommen, bis auf die F. Also, und wir fängt gerade das. Geil, er malt selber noch und macht einfach Start. Ja, hier muss jeder benutzt werden. So ein Opfer. Hey, wir sind echt gut ausgerüstet, muss ich sagen. Ich fühle mich so unbewaffnet. Was haben wir denn dabei gerade aktuell schon? Ja, ich habe auch keine Waffe, aber wir haben ein Duffy Pad, immerhin. Und wir haben Granaten. Ba 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 baby ball. Obo? Hallo? Ja. Frühstück, Abendbrot und Mittag? Wir sind wieder bark bark bark. Alexa, damit die Wolfman. Alexa, lass Heavy Metal auf. Big Smash. Nein, bitte nicht. Bei der Person. Bei der Person? Ich bin bei der Person, Wuff? Ja. Guck mal sein Sunny-Zeug durch. Jeder ist bei der Person. Ist die Person Englisch? War alles da. Richtig. Dann bin ich bei dem Typen hinten. Ich war schon so im Kopf so. Also ob du kurz prüfst, einfach muss man prüfen. Ja, Mensch, Shelly, Standy an, yes, yes, okay, gut, so, gut, 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 ja, gut, Mark, Wolf, das passt good schon sehr gut. Man könnte nicht immer eins anlegen. Aber bitte schön eng ziehen, ne? Ja, nein, aber ich hab dann... Ja, hab ich auch, wenn ich bei dir prüfen war. Nicht, dass noch Luft entweicht. Sehr schön. Okay, TJ ist auch Arzt. Nee, Arzt ist ja nicht so. Okay, ich weiß nicht, ob du den Insider kennst, aber ich probiere es einfach erstmal mit dem Insider. Okay. Warte, ich dachte, ich bin. Sie hat den Sabberfaden gemerkt, dass sie das. Oh ja, ich hab die Ausbildung, aber Mortis ist der. Ich wäre beim Bellen im Leben nicht drauf gekommen. Arztausbildung. Ja, wir sind auf einer Wellenlänge. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob du den Insider. Ich gehe zum Mortar. Der hat auch ein F4-Ding auf der Schulter. Den mag ich. Wir sind Überbleibsel von etwas, was es nicht mehr gibt. Stimmt, der hat ja was mit Sprengstoff gehabt. Habt ihr alle keine Waffen und keine Munition, wenn ich das richtig im Inventar habe? Also ich weiß nicht, was hier gerade stört, aber es im Hintergrund läuft hier noch. Wundert mich gerade. Dann prüft Kakashi mal, wie viele Funkgeräte er dabei hat. Zwei. Garantierte AN-148 Dings da. Ja. Das hab ich auch. Ich vergessen gerade den anderen Stream stumm zu schalten. Upsi. Ja, du hast aber bloß eins, oder? Ja. Sehr schön. Dann könnt ihr mal einen Funkcheck machen. Nein. Wo ich hört. Ja, ich höre die Frage. Jo, hör ich, ja, hör. Ruby. Bei der Arbeit. Krieg ich eine H-Card, G36, V-Karabin, Klammer nein. KAC? Nein. Grubi. Ich stelle aber ein neues Bundeswehrgewehr. Grubi, ich stelle mal auf Kanal 2 für das andere Funkgerät, ne? Ja,
geht auch. Das Funkgerät ist ja richtig modern. Was geht? Nix, alles gut. Hallo hier. Ich tippe hier natürlich nicht gerade fröhlich durch die Gegend und guck, was abgeht hier. Ich höre Kanal 1. Ist das nicht um? Ja, lalala. Das war jetzt aber, welcher Funk war das jetzt? Hallo? Ich höre dich. Ja, das war auch der. Morta, man hört das gar nicht mehr. Morta? Also war es die. Oh, das war falsch. War das also Channel 2? Ja, genau, das ist Channel 2. Braves Grubi. Braves Grubi. Ja, das wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Beide Ohren, ne, ich wollte ja nicht. Auf was ist eure Geschichte denn? Grubi, sag mal was. Hallo? Auf dem Funk. Welchen? Den zweiten. Hallo? Ja, gut, mein Nick ist. Jetzt hört mein Nick ist um, das handelt sehr gut. Ich hab nichts gehört. Dann lege ich das andere aufs rechte. Haben wir unsere Ohrenstöpsel drin? Nein, noch nicht. Wir haben doch Pellet und Kopfhörer. Ist egal, ich mach die auch lieber rein. Sicher ist sicher. Wenn das Fügle weg ist, sind die Ohrenstöpsel noch drin. Nö, keine Ohrenstöpsel. Ich habe keine Ohrenstöpsel. Ich hab welche. Ihr Opfer. Ich hab keine Ahnung, warum ihr keine habt, aber eigentlich müsste jeder Ohrenstöpsel haben. Vielleicht haben sie gedacht, das sind Smarties. Scheiße. Und ich hab gedacht, das sind Tampons. Das möchte ich sehen, wie du dir einen Tampon reinsteckst, Alter. Nein, ich hab sie Teacher in den Reinstock, weil sein Arschloch geblutet. Ja. Die Zusatzlöcher verstopft, okay. So, alle Mann vor mir, auf Boden liegen jetzt 1, 2, 3. Ich brauch keinen. Die Pornonippel hier oder was? Ja, du hast doch keinen. Du hast doch keinen, hast du gesagt. Ich weiß, aber, aber die sind eindeutig nicht rosa. Ja, der ist lila. Da liegt was Grünes. Er hat sein Blatt verloren. Was? Was war? Sehr schön. Wo kommt das überhaupt her? Es sind nicht mal Bäume, Alter. So, hier liegt Verweis. Das freut mich. Ich merke schon, das wird wieder professionell hier. So, an alle, die jetzt noch keine Waffe haben, außer Kakashi. Ich hab doch auch keine Waffe, Mann! Ja, ja, aber du hast das als Letzte zu tun, beziehungsweise nee, du gehst als Erster rein, weil dann kannst du den Leuten sagen, was sie davon mitnehmen und was sie nicht mitnehmen. Aber du willst vorher noch wissen, was du brauchst, richtig? Ich würde gerne wissen, wo das ist, wo ich hin soll überhaupt. Das Ding ist hinter dir. Ah, das Zelt, okay. Und es zählt. Ja, okay, komm. Da ist eine Kiste drin, auch nur eine Kiste. Mhm. Und da suchen sie sich. Was macht der hier für die Kiste? Ja, ich geh einfach mal rein und guck mal, was da abgeht da drin. Ja, großes Zelt, ja. Mhm. Und eine kleine Kiste. Ja, und das. Da ist nichts drin. Arsenal. Achso, okay. Die Geschichte wieder, okay. Whitelist Arsenal. Ja, ich sehe nichts, Hilfe. Ah! Okay. So, was gibt's denn Schönes? Haben wir wieder freie Waffenauswahl, Grubi? Das, was du da drin im Arsenal findest. Das war ja gerade die Frage für dich. Und da kannst du jetzt wählen, was du möchtest von denen. Nämlich das oder das? Und du kannst du deinen Leuten sagen, was sie mitnehmen dürfen. Oh, cool. So, was gibt's hier denn Schönes? Igitt? Freediver? Ja, okay, das geht einigermaßen. Das wird auch einigermaßen gehen. Ich nehm das hier. Ja. Hi, ihr Süßen. So, ist sehr kuschelig hier, muss ich sagen. Über was hab ich denn jetzt für eine Übersicht beschaffen? Hey, du kannst ja schon mal geguckt haben, was gibt es und sagst, okay, davon könnt ihr das und das. Ja, Pistole ist mir scheißegal und bei den Maschinenpistolen, das sucht doch was Nettes aus. Ihr müsst damit klarkommen. Was Nettes ist. Ja, also viel Auswahl habt ihr da nicht. Ja, aber mir wird das ja mal vorgelegt, deswegen da. Achso, soll ich dir das vorlegen? Achso, was ist denn gut? Das hängt davon ab, auf was du spezialisiert bist. Das, worauf du Bock. Also ich nehme schon mal eine P90, weil ich finde die angenehmer. Aber ich weiß nicht, was du machst. Soll ich da noch ein Fadenkreuz um drauf packen oder lasse ich das Standard? Oh, wait, ich überlege gerade, ob ich das mache oder nicht. Das Problem ist aber, die ist so ein Kacke, die man da drauf schrauben kann. Boah, das sieht ja echt furchtbar aus, Alter. Oh,
Guck dir das mal an, das Riesending, Alter. Also eins kann ich euch sagen, am besten ist die MP7 eigentlich und die MP5, aber die P90 ist auch geil. Welche MP5? Ach so, du hast die Kurzvariante drin, ne? Also Blacky, eine Sache muss ich sagen, ne? P90 mit Scharfschützengewehraufsatz, das darf, muss jetzt nicht unbedingt sein. Achso, du bist der Außenseiter, okay. Ah, ich muss mir ganz kurz mal die Visierung hier angucken. Das sieht ja auch schon Scharfschützen-Style aus hier. Alter, guck dir mal das Riesending an, Alter, ist das... Alter! Ich glaube, Schalldämpfer brauchen wir nicht, oder, Grubi? Wie bitte? Brauchen wir Schalldämpfer? Ach, nimm mit, wie du denkst. Ich frage ja wegen der Mission. Müssen wir... Ja, okay. Schalldämpfer ist nicht notwendig, Leute. Ja, wer möchte ein Einwegpanzerfaust mitnehmen? Was ist der Unterschied zwischen einem... Ey, Mortar, ich habe gehört, du willst eine Panzerfaust mitnehmen. SD ist Schalldämpfer. Das sind... Voll verwirrt hier, was ist? Also, Schalldämpfer plus die SD-Munition gleich lautlos. Nee, das geht nicht. Ein bisschen Pistolenmunition mitnehmen, brauche ich zwar eh nicht, aber egal. Aber doch leise, aber die Schallmunition fliegt nicht so weit. Okay. Die hat weniger Druck. Und dann weniger Durchschlagskraft, also eigentlich schlechter. Okay, ach so. Wenn du auf diesem Arsenal bist. Blue? Dann gehst du auf die Weste. Und dann hast du recht. Blue hat das ein. Aber nur das mit einem Magazin. Das mit mehreren, weil da siehst du nämlich nur die Munition, die du für deine... Ah, scheiß drauf, einfach reinschmeißen. Wird schon klappen, das Ding. Alter, Alter, viel zu viel Munition ist schon dabei, egal. Wenn Kakashi soweit fertig ist, dann nimmst du die Tür raus und schnippst dich da, wo du fährst. Warum kann ich das Ding da drauf machen? Du kannst alles da drauf schrauben, Mann. Ja, mit ein bisschen Verstand. Genau, mit Sinn und Verstand. Also komplett überbewaffnet hier. So, Morta, vergiss du bitte nicht, die Panzerfaust mitzunehmen? Also, ich soll den mitnehmen. Ja, bitte. Es ist ein Einweg. Nee, den Sani will ich sowas nicht geben. Der hat angewundert, damit zu explodieren. Au. Ja? Hier drin wird nicht geschossen. Entschuldigung. Böses TJ, aus, sitz. Ah ja, das gute Amerikanische. So, fertig. Alter, das ist so riesig, das Teil auf der Waffe. Ja, das ist gut. Lass mal so, das ist okay. Das finde ich in Ordnung. So, Grubi, was wolltest du jetzt von mir? Aus Navi-Pad an. Ja, ja, wir können. Wenn du hier fertig bist mit dem ganzen Haufen, aber die Leute bleiben alle hier drin, du kommst dann kurz raus. So weiter im Kurs. So, der hat die Knarre, alle anderen haben eine P90, das ist schon mal gut. Keine Ahnung. Ich hab Laserpointer rot, dann sollte nur beim Nachtsicht sehen. Okay, also ihr macht das hier, ne? Ich glaub dran, dass er nicht drauf geht, wenn ich rausgehe. Ah, scheiße. Hat Zeit, was gibt's denn? Oh, das frisst aber echt Strom, Alter. Ja, sie kriegen Fahrzeuge. Sie kriegen Fahrzeuge, meinst du? Genau. Frage ist, welches Fahrzeug hätten sie denn gerne? Was gibt's denn zur Auswahl? Spähpanzer A2 Luft in der Wüste. Kannst du die einfach hinstellen, dass ich mir mal angucken kann? Deswegen. Achso, ja, warte ich kurz, bis du fertig bist und dann sagst du, guck ich mir vor allem, wenn es okay ist. In der Base, wir stehen außerhalb, da müssen wir rausrennen. Jetzt zuhören, weiter geht's, okay? Ja. Hat eine Bewaffnung mit einer Maschinenkanone 20 mm.
und ein MG3. Grundkasten, 500 Schuss, 10 Stück. Hm. Jetzt in den Krieg ziehen, ja. Bei dem anderen sind es einmal 100 und einmal 275 Patronen mit HII und APDS. Hm. Davon sind von den 100ern APDS sind 2x100 Patronen da, also zwei Magazine, und von dem anderen hast du auch zweimal. Das wäre der eine Wagen. Der nächste Wagen wäre, das ist die falsche Taste, ein Wiesel 1A4MK20 Wüste. Hat eine 20 mm Maschinenkanone mit 120 Patronen, zweimal für die APDS und zweimal 200 Patronen mit der HII. Hm. Dann gibt's das gleiche nochmal. Ja, der muss ein Zweisitzer. Dann gibt's nochmal einen Wiesel. Da bin ich daher 5 Leute? Nein. Ein Wiesel 1A. A, 1A2 Tau Wüste. Bewaffnung, eine Tau, eine Patrone, A, davon hast du 10 Stück. MG3, 500er Kasten, aber bloß 6 Stück. Das ist ja auch nicht viel Schuss, Grubi. Ja, genau, über 3000 Schuss, aber egal. Jetzt 4-Mann, eigentlich war es mit 5 gerechnet. Jetzt kannst du aber mit den 4-Mann entweder nimmst du den Fuchs. Aber Grubi, wenn Feuerlöscher noch kommt, dann sind wir ja doch wieder 5. Ja, aber den muss ich dann anderweitig einbringen, weil bis der kommt, kann in den Sternen stehen. Ja, aber wir können ja trotzdem fahrzeugtechnisch schon auf 5 Leute planen. Kannst du machen. Macht ja eher Sinn, oder? Ja, das Problem ist bloß, egal welches der Fahrzeuge du nimmst, der Kombination, wirst du ein Problem mit der Bewaffnung haben. Warum? Weil in jedem Fahrzeug, ja, also eigentlich ist die Kombination, die zwei Wiesel mit der 20mm Kanone, kannst du bestücken, so dass jeder was zu tun hat. Ja. Verstehst du? Zwei Fahrer, zwei Schützen. Ja, und? Beim Lux hättest du Fahrer, Schütze, zwei und Kommandant. Ja. So. Und hinten noch ein Funker, der eigentlich nichts zu tun hat, außer dazu zu sitzen und nach hinten raus zu gucken, ob was von hinten kommt. Ja gut, den könnte man auch weglassen, den Funker, also. Richtig, ist ja schon weggerechnet, war ja nie eingerechnet, deswegen ja drei. Das heißt, wir hätten ein Fahrzeug mit 3 Leuten und eins mit 2 Leuten dann. Ja. Richtig. Oder du nimmst die Tow, ein Fahrer, ein MG-Schütze, ein Tow-Schütze und ein Wiesel. Also entweder Tow oder Funk. Ah, ich guck mir gleich die Fahrzeuge einmal kurz an und dann gucken wir, was sexiger ist. Was sexy ist, ganz einfach. Bodymock. Ja. Also wir können auch gerne mit 5 Pumas da reindrücken, also. Nee, Puma gibt keine, ist ausverkauft. Marder? Alles ausverkauft. So. So, das ist die Waffe. Halt. Ich guck doch nur. Entweder den oder den da drüben, aber nicht beide. Also entweder Tow oder Lux oder ja, und einen von denen in der Mitte. Ah, okay. Ich guck erstmal wohl, wenn es recht ist. Was ist der Unterschied zwischen den beiden hier? Das sind beides die gleichen. Ah, okay. Das sind die zwei 20mm Kanonentypen. Und der hat die gleiche oben drauf. Kann sein, dass da noch was gelockt ist, muss ich dann noch entsperren. Ich nehme mal an, dass das MG vom Kommandanten benutzt wird. Ja, aber da muss die Platzbirne rausklotzen. Ja, das dachte ich mir schon. Das sieht nämlich auch schon so aus. Das war jetzt nur die Frage. Hat der kein Koxal-MG? Nee, sieht nicht, oder doch? Nee, der hat eigentlich keins. Dann ist das an der Seite wahrscheinlich irgendwas zum Messen. Na gut, passt so. Achso, ich muss mal Tür öffnen.
Na super. Ich weiß gar nicht, dass das so funktioniert. So, Junge. Zur Info. Ja. Alle Fahrzeuge von hier nach rechts. Bis auf den letzten. Ja. Alle bis auf den da hinten. Sind schießbereit, ohne das Hirn rauszustrecken. Versteht? Ja, du kannst von innen. Das dachte ich mir aber schon. Welche Fenster? Die Visierschaden. Welche Visierschaden? Ja, das, was der Kommandant hat, was der Fahrer hat und was. Achso, du meinst die. Ja. Die visiert nicht, das sind die von dem Heckmann. Von dem eigentlichen Typen, der irgendein Lenkrad hat und sonst nichts. Ja, der nach hinten lenken kann, ja. Ja, denken im Sinne, er kann gar nichts machen, weil er. Ja, aber. Er hat immer eine Luke! Er hat gar nichts außer ein Funkgerät. Geil. Macht ja bestimmt Spaß, da hinten zu sitzen. Ja, deswegen habe ich auch hier nie eingeplant. Läuft bei euch. Doch. Aber wie gesagt, beim Rechten müssen halt MG-Schütze sowie Taubenbesitzer raus. Ja. In das Gerät einsteigen. Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst hier als Kommandant mal einsteigen. Aber man sieht das auch schon, dass das so. Ja, aber du kannst es gerne mal. Wir können ja mal als Kommandant und Schlag einsteigen. Steig mal ein. Gucken wir mal. Dann Luke öffnen. Ja, das dachte ich mir schon. Genau, jetzt haben wir nach hinten die Klappen. Oh, ist das offen. Und dann den MG benutzen und du in Tau einsteigen. Dann musst du das Ding wieder verlassen. Du kannst aber auch, was cool ist. Oh Gott. Ja, aber weißt du, was cool ist? Steig mal aus. Und aufsteigen. Dann. Und dann. Nee, nicht aussteigen aus dem Ding. Ich meine, aus der Taubus aussteigen. Entschuldigung. Okay. Luke wieder öffnen. Und dann steht dort höher steigen. Höher steigen? Ach ja, da. Genau. Ja, gut, dann stehst du einfach nur aufrecht in dem Ding, okay. Ich schon auch wieder und dann kannst du dich wieder so halb hinhocken. Tiefer steigen, das ist ja Spaß. Genau, tiefer steigen. Dann hockst du so, guckst du oben raus und dann kannst du Luke schließen und dann bist du wieder innen. Dann hast du dich richtig reingekauert. Ach, dann bist du richtig reingekauert, Alter. Oh, Alter, ist das eng da drin. Guck, da vor mir ist der Fahrer. Guck dir mal seinen Platz an, der ist vor mir, der muss ja auch noch rein. Weißt du, wie du da gerade sitzt, Alter, als ob du so, als ob du gerade geärgert hat und hast dich in die nächste Ecke gesetzt und. Geh mal auf die Position von mir, geh mal kurz als. Achso, du hast die Lupe nicht geschlossen, aber mach nichts. Also egal, ich schließe die automatisch. Und das Ladeschützen und bleib mal innen drin, also in der dritten Position. Warte mal, Ladeschützen meinst du, ne? Ja. Ja. Oh, hi Fahrer. So, jetzt guck vor dir ist der Fahrer. Was ein Vorteil ist, ich kann die hinten reintreten. Ja. Die haben sogar noch ein Funkgerät hinten drin, Alter Schwede, ist das hier eng. Okay, so. Also hast du kapiert, deswegen, da musst du raus. Das ist das, was du immer nicht gemocht hast. Info, jeder, der hat hier Tarnfack. Also das sind diese Kreuze dahin, dass du im Tarnmodus benutzt. Das ist für die Nacht. Genau, für die Nachtfack oder dunkel. Das haben sie alle, es wird auch noch mal einen kleinen Zeitschwapp geben, hab ich vergessen. Wir fahren nicht direkt, wir fahren in der Morgendämmerung. Darf ich die Jungs herholen? Und jetzt kannst du dich entscheiden, ich brauche jetzt welches Fahrzeug. Achso, ja, Oder willst du die Gruppe entscheiden lassen? Nee. Wir nehmen das etwas zu groß geratene 8 Radmobil und das kleine Ding hier neben dem Wiesel. Das nennt sich immer noch Lux. Ja, ich nenne jetzt nicht mehr Lux, ist egal. Die beiden nehmen wir. Haben die eigentlich die gleichen Nummernschilder? Haben die verschiedene? Oh, die haben sogar verschiedene Nummernschilder. Bin beeindruckt. Ach, das hab ich noch gar nicht gesehen. Muss mal gucken, die haben verschiedene Zahlen. Warte mal, ich hab hier 551916. Ja, guck mal hier, August und Ukus mal mit Wieseln gucken. Yeah, der fängt mit 3 an und der andere hat schon wieder 9. Nee, da bin ich nicht dabei. Aber weißt du was geil ist? Guck mal hier in die Tau rein. Die ist leer. Gut, du machst das so nicht hoch, Jungs, ja, ne? Ja. Blacky, einfach noch Süden austreten. Süden austreten, das wird aber schwierig. Wir sind im Süden. Aber Süden. Die sind noch in dem Gebäude drinnen. Also aus der Basis raus, ne? Oh. Hi. Also ihr könntet auch den Weg benutzen, aber das ist auch okay. Das ist kein
Hi. Ich liebe euch. Also ich nehme jetzt mal an, wenn ich sage, aus der Basis im Süden raus, dass man dann schon den Eingang benutzt. Aber ist okay. Wie klettert man nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Wie stellt man nochmal seine Laufgeschwindigkeit ein? Waffe raus. Hast du schon wieder diese Banane auf der Seite? Nein. Jetzt bewegt sich. Okay, es ist die Bananenabteilung. Ist okay. Danke. Ja, sie haben Bananen. Doppel-SDG, Waffe und. Kakashi muss dein Schalter poppen. Ich werde keinen benutzen. Wenn wir auffliegen, ne, brauchst du auch keinen Schalldämpfer mehr. Alter, wir sind Aufklärung, wenn wir auffliegen, sind wir eh am Arsch. Hast du Raketenwerfer? Wenn du anfängst zu ballern, sind wir eh am Arsch. Willst du das nochmal testen, Theorie? Blacky, um deine Theorie mit den Shell-Dämpfern mal ein bisschen zu überarbeiten, ne? Wir fahren gleich mit 20 mm Geschützen durch die Gegend. Boah, kannst du ja noch einen Schalldämpfer draufbauen. Ich glaub, ich steck dich da drauf. Hallo, Schalldämpfer kannst du abschrauben, den Fallen. So. Damit ihr gleich mal wisst, was wir nehmen den Lux und das Wiesel. Okay, wir nehmen den Lux und das Wiesel. Also links welches und zweites links. Ja, die beiden links. Grünen. Weil, wenn einer dazu kommt, sind wir mit drei Leuten, dann brauchen wir fast, ob noch einer reinpasst. Soll man jetzt den dahinter alle nehmen, das Wiesel? Nein. Also ihr nehmt den drei. Dann guckst du oben aus der Luke raus, das will ich nicht. Das ist die Frage. Also ich werde mir schon mal in die Lux reinschmeißen. Ich möchte ans Fenster. Du fährst mit? Ja. Könntest du doch. Kannst du den Funker besetzen? Bitte? Ich will gerne schützen beim Wiesel. Gut, dann gehst du in den Wiesel rein. Aber bitte den 31512. Naja, also, ja. Ja. Das ist schlecht. Wir brauchen eigentlich eher einen Fahrer, weil... Ja. Weil wir haben gerade festgestellt, dass jedes dieser Fahrzeuge ein eigenes Nummernschild hat. Ja. Ja, es ist zwar einfach, weil es erstaunlich, dass ein Motter sich daran bemüht hat, jeden Fahrzeug in einen. Okay, wir machen das jetzt mal einfacher. Motter, ab ins Wiesel, ans Geschütz. Oh, 3, 5, 12, bitte. Nein, Ruby, ich wollte in diesen Tau einsteigen. Nein, gerne, wenn du das auf die andere Seite schießt. Motter, wenn, dann die 3x die 666. Nein. 6x die, 3x die 666. So. Jetzt ist er schon mal als Schütze da drin, wenn er den Weg reinfindet. Höchstwahrscheinlich musst du als Kommandant einsteigen. Du hast nur Fahrer und Schütze. Ja, aber ich muss das Fahrzeug noch freischalten. Ach du Kacke, ich sehe ja gar nichts. So. Gut. An die Fahrerinfos für die Fahrer, wenn ihr das in den Fenstern oben verschwommen seht, dann einmal rechte Maustaste drücken, dann ist das wieder scharf. Oder man geht aber aus der Luke. So, Motor erstmal aus, bitte. Danke. Das haben wir noch den Lux. So, daher, es könnte ja sein, dass wir nachher zu dritt sind im so Umplan. Einmal rechts klicken. Ja, können wir machen. Ich werde zwar gerade nicht viel zu sehen, denn, aber egal. Dann aufsitzen. Also ich bin ja dafür, dass wir das Wiesel zuerst vorschicken, so als Opfer. Oh Gott, kann ich Luke öffnen? Tür öffnen? Möchte ich wissen, was passiert, wenn ich drauf drücke? Die hintere Tür. Ah. Alter. Ja. Zum Fokus, also Gott. Luke öffnen. Ah, Luke öffnen. Wieder ganz unten, wie es sich gehört. Hi, alles klar bei euch da oben? Noch kleine Info an alles. Ich würde jetzt nochmal einen Zeitsprung geben, weil ich habe die Zeit vergessen einzustellen. Und dann könnt ihr halbwegs losmachen. An die Fahrerbesatzung. Ihr müsst jetzt Kakashi fragen, ob ihr Tarnnetz ja, nein. Das ihr dann entscheiden. Wir haben Tarnnetze. Die Wiesel haben Tarnnetze. Buh. Ihr Lux aber auch. Die Tarnnetz, ja. Hä? Wo haben wir denn Tarnnetz? Willst du? Tarnen, Tarnen. Fahrzeug getarnen. Nee, wir haben nur Flak.
Ja, gut, da haben wir keinen Tarnnetz. Finde ich uncool. Aber das Wiesel sieht echt gut ausgetarnt, auch wenn ich kaum was sehe. Gar keine Flagge, Mann. Leute, ihr könnt ja Konvoi-Beflaggung machen. Und dann, wenn ihr als Verbund fahrt, zählt ihr als ein Fahrzeug und dann seid ihr eins. Ich will mit Kakashi nicht eins werden. Aber warum nicht? Wisst ihr, was dann das Geile ist? Beim Bund heißt das, wenn ihr... Leute, wenn ihr beim Bund als ein Fahrzeug zählt, dieser Verbund kann 3 Kilometer lang sein, aber weil ihr als ein Fahrzeug zählt, dürft ihr sogar bei einer grünen Ampel, wenn das erste losfährt, darf der komplette 3 Kilometer Zug hinterher über die Ampel fahren. Weil das ist so richtig... Sonderwegsrechte. Beschissen. Willkommen beim THW, das kenne ich irgendwo her. Ach, und der Lux ist noch wassertauglich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet mit dem Propeller hinten dran. Ja, die können schwimmen, ihr nicht. Komisch, habt irgendwie keine Verbindung zur Kamera vom Fahrer. Ja, aber dafür seid ihr gleich. Was ist so eine Kamera? Ja, dann Kamera auswählen. Guck mal, ihr habt die Hälfte der Größe von dem Wasser. Ja, das auf dem Schützensitz. Der Lux ist einfach eine deutsche Variante vom BTR. Hab ich's. Mach mal kurz mal den Motor an. Nö. Ob da einen Schützen bewegen kann. Das kannst du bewegen, aber nicht, wenn du draus guckst oben. Nee, ich nehm den. Also, gehen wir mit raus. Wo wollen wir jetzt eigentlich hinfahren? Du hast den Geschützturm. Was soll das? Wir haben gar keine eigentlichen Ziele, oder was? Also, wir sollen aufklären, gell? Ja, toll. Okay, ich überleg mir kurz was. Soll mal im Norden anfangen, bei Kafka? Ich setze mal kurz ein paar Ziele. Ich werde sie ein bisschen farblich markieren. Ja, ich kann so mehr sehen. Hat Kuhruft Aufklärung kommen? Ja, Aufklärung hört. Ich bin losgefahren. Wir haben festgestellt, wir bräuchten eine Aufklärung von dem Ort, wo Sie schon dreimal drüber geredet haben, weil wir ja hören, ja, mitbekommen. Aha, interessant. Wir bitten Sie von westlicher Richtung Richtung Kraft. Zu fahren und mal aufzuklären, was dort für Sachen passieren, ob da sie irgendwelche feindlichen Infanteristen sehen, ob sie bewaffnete Leute sehen und wie groß die Stärke ist. Es sollten eigentlich keine Zivilisten mehr hier in der Nähe sein, sollten abgereist sein, ob da noch was zu sehen ist. Kommen? So verstanden. Mal uns kurz mal eine Linie in Ordnung. Mach mal, ich markiere kurz noch ein paar Ziele, wo wir unter Umständen hinfahren. Das bedeutet, ja, läuft alles soweit. So, kleinen Wiesel. Hört. Ah, ihr reagiert drauf, wie süß. Habt ihr ein Navi-Pad dabei? Ja. Das ist gut. Wir folgen gleich der roten Linie. Ihr dürft vorfahren, da ihr niedrig und klein seid. Ja, freut euch nicht zu früh. Bei Feindkontakt, Deckung und erstmal Meldung machen. Und nur per Schuss erwidern. Verstanden. Gut. Denn. Freut euch nicht zu früh, denkt dran, ich bin der Schütze im Fahrzeug hinter euch. Das hat einen Grund, warum wir hinten fahren. Wir sind größer als die. Okay, gut, Wiesel abrücken. Das wird lustig, wenn Feuerlöscher nicht kommt. Soll ich sie schieben? Tut! Wenn ihr mit Schiff fahrt, dann könnt ihr schneller fahren, gell? Ja, schwimmen, ne? Wir sind so ein Radfahrzeug, das ist ein bisschen gemein. Boah, Alter, stauben die! Ich lass mal Abstand, das ist mir zu staubig hier. Ich kann trotzdem meinen Turm mitbewegen, gell? Den musst du freischalten, der ist gesichert. Drück mal F. Ja, aber ich kann trotzdem mitbewegen. Bist du drin? Da müsstest du bewegen können. Da müsst ihr gesichert sein. Ja, ich hab ach so, wahrscheinlich, wenn ich aus der Lücke gucke. Hey. Geh du mal rein, bitte, von der Lücke her. Nein, das will ich nicht, dann sehe ich nichts. Nein, nur kurz probieren, weißt du. Oh Mann, oh. Ja, dann geht's. Na dann, ich bleib mal drin. Ich erfreue mich des Lebens. Willst du als erstes APDS oder HE haben? Oder HE?
Also ich nehme an, dass wir sehr viel auf Infanterie treffen werden, also aber... Also Kakashi, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 35 km/h. Sehr schnell, muss ich sagen. Da wäre jeder Rettner stolz auf sie. Frage, fahrt ihr mit Shift? Ich könnte sie überholen, aber das macht ja keinen Sinn. Der Fahrrad, vergesst, wo der Ganghebel ist, alles gut. Also wenn die mit 35 fahren, fass ich ein Besen, ich bin mit 50 hinter denen. Was ist die Ironie ist, ich fahre jetzt ohne Tab, ne? Wir kommen hinterher. Ich gebe mal Gas. Also wir... Also ohne Tab fahren wir, können wir maximal 50 fahren. Okay, wir fahren hinterher. Und ich habe mich mal reingeknackt, jetzt sind wir schon fast bei 70. Schon wieder OP gewesen. Ach ja. Also kurz funken, das ist ein bisschen scheiße beim Lenken. Ah ja, jetzt. Wiesel, ich habe auf der Karte auch noch so ein kleines Pünktchen markiert. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Farbe das war. Ich muss vielleicht mal kurz gucken, oder? Okay. Wir müssen zum grünen markierten Punkt. Von da aus müssten wir eigentlich in die Ortschaft gucken können. Hoffe ich. Okay, es tut euch eine erhöhte Position, schlecht gesetzt. Nach Karte werden wir dort in einem Tal fahren. Mein Vorschlag, wir fahren dann irgendwo rechts den Berg hoch vor. Wie sie denn scheint, sucht euch eine gute Position, wo wir reingucken können einfach. Ihr seid klein, ihr könnt gut gucken. Die haben irgendwie die Arschkarte, weißt du was denn? Links! Links! Ah, doch schon. Nicht den Berg hoch, bleib im Tal. Was? Ich sehe nichts mehr. Das Ding ist, ich sehe ja nichts, wenn die vor mir sind. Ich muss ein bisschen versetzt fahren. Ja, deswegen habe ich, Halt über dem Auge, ich sehe gerade nichts. Sie sind nämlich genau da, wo bei mir so eine Querstange durchgeht, die Scheibe. Also ich habe zwar eine Nachtsicht-Therma, ja, ich habe Nachtsicht, eine verdammt gute. Aber da habe ich kein Zielkreuz mehr. Die produzieren ganz schön Staub, die Jungs. Es ist auch Kettenfahrzeug. Na, wir produzieren bestimmt auch genauso viel Staub, auch wenn wir Rad sind. Okay, der Staub ist echt ein Problem. Ich sehe die einfach null vor mir. Ja, solange du der Staubfolge folgst, fährst du. Nee, das Problem ist halt, durch die Staubfolge sehe ich halt auch nicht, wie weit die von mir weg sind. Verstehst du das Problem? Ja, ich verstehe es, aber es ist so weit genug weg. Oh, und ich sehe Felsen nicht, die kommen. Oh. Also für mich war eher gerade der Felsen zu nah. Der ist ja noch ausgewichen. Ja, gut, das Ding, weiß gar nicht. Ich glaube, die ersten vier Räder lenken, oder? Ich glaube, ja. Gut, ja, ist heftig hier. Kommt noch mehr, keine Angst. Woo! Fahr mal weiter links, da ist die Straße. Ah, ich seh's grad. Oh, viel besser. Ja. Grundsätzlich könnten wir jetzt eigentlich der Straße folgen, aber da würden wir im Tal fahren. Nee, ich will nicht im Tal fahren. Tal ist doof. Tal ist gefährlich. Deswegen haben wir das Wiesel von fahren. Ich hoffe, Feuerlöscher kommt noch, der macht das hier noch mehr Sinn. Ja. Weil sonst hätten wir auch ein Wiesel nehmen müssen. Aber ich weiß auch nicht, wie viel das... Fall, das heißt, wir sehen jetzt gleich zur Ortschaft. Wir dürfen nur nicht zu weit fahren, weil wir sind zu hoch. Ich fahr mal hier hoch, ne? Fahren, man darf. Ist jetzt Ort. Jungs, was ist bei euch los? Habt ihr Feindkontakt? Irgendwas schief, wir wissen nicht was oder woher. Im Tal unten, Rauchsäule. Ich seh nix. Siehst du meine Turmmarkierung bei dir? Ich sehe gar nichts, Alter. Links von uns, 90 Grad. Kannst du was sehen? Also was gerade explodiert ist, wir haben keine Sicht drauf. Wir müssen kurz mal.
mal die Fahne entfernen, die nervt jetzt. Mach sie weg. Okay, Wieselchen, ich empfehle euch erstmal eure Flagge zu entfernen. Außer ihr wollt natürlich direkt gespottet werden, weil Rot ist eine super geile Farbe oder Grün oder Pink oder was auch immer ihr da drauf habt. Gut, und dann mal an Kante fahren, dass ihr was sehen könnt, aber so, dass ihr nicht selbst gesehen werdet. Viel Spaß! Also was auch immer das war, ich sehe es nicht. Ich sehe aber auch aktuell keine Bewegungen. Ja. So, ist hinter uns irgendwas? Ich sehe mich gerade nicht. Ich ignoriere mal diesen komischen Rufnamen, den wir gerade gekriegt haben. Ja, hier Currywurst, was geht? Ja, kommt raus. Vor uns kommt Schlag. Ich weiß. Irgendwelche Informationen? Was für ein Rückwärtsgang, Alter! Ja, weil du bergab fährst. Ende mit Currywurst. Wir setzen rauf. Ich kann das gleich sehen. Stopp! Ein Fahrzeug ist explodiert. Pickup. Ein Pickup ist explodiert. Noch irgendwas? Negativ. Der Pickup ist auf der Straße explodiert und nach rechts geschleudert worden. Okay. Läuft. Wie weit sind wir ungefähr von entfernt? 300 Meter? Sekunde, ich messe nach. Etwas gut, 322. Passt. Ich habe die Raster genommen, die Raster sind immer 100 Meter ungefähr. Weil wir sind Aufklärung, ne? Feindkontakt im Dorf. Akku ruft Aufklärung. Richtung 70 Grad, Entfernung 421. Lux, wir haben die Quelle der Explosion gefunden. Es handelt sich um einen Pickup mit zwei toten Männern daneben. Einer davon hat eine RPK. Gut, also das Feindkräfte bei K gesichtet, richtig? Okay. Feindkräfte, Innerort, Hauptstraße, Entfernung 421 Meter, 70 Grad von unserem Ort. Das im relativ, wie viel Feindkräfte circa? Bis jetzt nur einen gesehen. Okay. Aufklärung hört, komm. Wir haben seismische und explosierende Ausschläge bekommen aus ihrer Richtung. Können Sie dazu irgendwas sagen, kommen? Ja, Sekunde, ich muss kurz funken. Ja, wir haben 300 Meter vor Kafka ist ein Auto explodiert, zwei tote Insassen. In Kafka selber Infanterie gesichtet, genaue Zahl nicht bekannt, komm. Negativ, Fahrzeug nicht bewaffnet, aber Insassen hatten wohl Waffen. Komm. Fahrzeug vernichtet. So verstanden. Ende erstmal mit Aufklärung. Ja, Ein Fahrzeug selbst vernichtet. Gut, in die Ortschaft kannst du direkt reingucken, vernünftig? Ich sehe relativ weit, ich sehe aber nicht alles. Wie weit müsste ich vorfahren, damit du alles siehst? Also vom Kass hier, wir können nichts ausfindig machen. Das bräume mich. Dann verlagern, dass ihr was sehen könnt. Sonst sehen wir gar nicht in die Stadt rein. Und der manche auf der anderen Seite oder auf der linken oder was? Ja, nach Norden direkt. Also auch über die Straße queren. Okay, das machen wir gleich zusammen einmal. Wir setzen ein bisschen zurück und fahren dann von hinten ran. Ja, ich würde aber gerne die Fahne erst entfernen. Ja, mach das weg erstmal. Also, wie Sie, ihr könnt schon mal ausrücken, wir folgen euch gleich. Sterne am Himmel. Oh. Bin abgestürzt, muss schon Heli. Oh, Alter, ey. Vera Heli. Ungefähr 330 von unserer Position aktuell entdeckt. Was, ein Heli abgestürzt? Alter, ist doch viel Wald. Ja, wo ist Wald? Oh, Ortschaft. Oh. Ja. Genau da. Ja, ME24 ist definitiv kaputtfähig. Tack. Ja, verstanden. Mehrere Feindkräfte, Hauptstraße, Marschrichtung Süden. Stehend. Uiuiui. Machen wir gleich erstmal auf Position. Kurze Info an alle, dieser Heli ist nur Deko vom Spiel, vom Map-Macher. Hat keinen Einfluss jetzt auf die Mitte. Das habe ich auch, ja, danke. Kommen. Kannst du von hier aus gut gucken?
Negativ. Ich meine da unten das Dorf. Negativ. Wir queren. Okay. Ihr habt vor uns ganz viele Steine und einen fetten Hang. Nice. Verlager weiter. Ich würde sagen, leider Gottes, da wo wir hochgefahren sind und offen waren wie ein Arsch, da habe ich sehr viele gesehen. Gefällt mir aber nicht so gut. Mal kurz gucken, wo sind wir eigentlich genau? Ja, eigentlich sind wir schon ziemlich weit dran. Du bist eigentlich jetzt nur noch nach rechts weg irgendwie. Nee, es ist Steinkrippe. Ich weiß. Aber da, wo wir gerade eben waren, da hätten wir doch einfach nur wegen fahren müssen, oder? Ja, waren wir aber zu offen. Ich mag es nicht, so offen zu sein. Ja, das ist halt das Problem. Wir schaffen uns jetzt nicht in die Stadt. Ich guck mal kurz, wie sie das? Ja, wie sie das da, wo wir waren, das ist gut. An sich ist gar nicht so schlecht, wie wir gerade stehen. Sechs Mann, okay. Rechnen wir mit Zugstärke, würde ich sagen, oder? Ja. Aufklärung für HQ, komm. Ah ne, Wiesel steht weiter hinter uns. Eins, unser Wiesel hat aufgeklärt, weitere Kräfte auf Hauptstraße, insgesamt 6 Personen, rechnen mit ungefährer Zugstärke, also 30 Mann in der Ortschaft, komm. Ich glaube, ich habe Grubi getötet. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Moment, Becky. Ja, ich wiederhole. Feindliche Kräfte auf Hauptstraße vor Ortschaft gesichtet. 6 Mann plus ein Mann, der in der Ortschaft war. Wir rechnen mit ungefähr 30 Mann in der Ortschaft. Komm. So verstanden. Also geschätzte 30 Mann. Definitive Zeit können Sie nicht mit einkommen. Negativ. Momentan noch nicht. Haben noch keinen guten Einblick in die Ortschaft. Komm. Aufklärung so verstanden. Ende. Ja, wir waren gerade an Basisfunk. Wiesel, wir verlagern zu dem blauen Punkt, den ich gemacht habe, und gucken, ob wir von da auch noch in die Ortschaft eingucken können. Ihr haltet Position. So verstanden? Komm. So verstanden. Kakashi? Ja. 70 Meter vor uns. Ja, was? Also leicht rechts wird 1 Uhr ist es, wie so eine Steingruppe vor die Straße kommt. Ich fahre einfach mal. Ich sehe nicht allzu viel von hier aus, das ist das Problem. Ja, ja. Rechts rum. Und jetzt kommt rechts von dir so ein Kamm da grün. Ja, genau hier hoch. Langsam. Weiter. Weiter. Oh, da kommt ganz schnell ein Dorf. Das ist viel zu nah. Das Dorf ist jetzt 100 Meter entfernt. Zu nah, die hören uns ja sogar schon. Du müsstest außerhalb des Kartrad fahren. Ja. Um die Entfernung hinzukriegen. Wir fahren hier außen lang, passt das. Jetzt kommt die Straße. Und da ist auch schon der Punkt, wo wir hinwollen. Schwester wieder. So, ich setz mal hier hoch in der Nähe von dem blauen Punkt einfach. Ja. Langsam. Dorf sichtbar. Feindbewegung. Vehikel. Mit Maschinengewehr drauf. Pickup. 12 Uhr. Noch irgendwas außer der? Negativ, der sucht aber nach uns. Gut. Aufklärung für HQ, komm. Haben einen feindlichen Pickup in der Off noch gesichtet, ist bewaffnet, scheint nach uns zu suchen, komm. 50er Kaliber. Können Sie wiederholen kommen? Feindliches Fahrzeug in Ortschaft, scheint uns zu suchen, bewaffnet mit 50er Kaliber, komm. Ist das schwierig. Wiederhole, feindliches Fahrzeug gesichtet, 50er Kaliber, bewaffnet. Ja, Vehikel mit Kaliber 50 ausgestattet. Kommen. So richtig, kommen. Können Sie das bestätigen, dass er wirklich nach ihm sucht, kommen? Naja, er fährt durch die Gegend wie so ein aufgeschrecktes Huhn, also schätze ich mal, er sucht uns. Komm. Erlaubt es zurückzusetzen, bevor wir entdeckt werden. Selbstverständlich, selbstverständlich. So verstanden,
fahren Sie erstmal, beziehungsweise ziehen Sie sich langsam zurück, wenn der Speck gefährlich wird. Und schaffen Sie weiter auskommen. Aufklärung so verstanden. Ende. Wir sollen weiter aufklären und uns gegebenenfalls zurückziehen, falls wir am Gefahr laufen, aufgeklärt zu werden. Kannst du wegen zurücksetzen? So, und jetzt nach rechts vorne? Vorne. Ja, ja, er muss erstmal aufhören zu rollen. Gut. Vorwärts. Wir haben uns kurz zurückgezogen, um Technical zu entgehen. Alles gut, passt. Und halt. Ortschaft ist gemessen. Wir sind eigentlich viel zu nah für Aufklärung. 150 Meter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wir sind eigentlich viel zu nah mit dem Fahrzeug, das ist viel zu laut schon. Natürlich. Wir müssten eigentlich da hinten auf dem Hügel stehen, ganz weit hinten. Machst du eigentlich mit einer Drohne eine Aufklärung, aber ja, okay. Ja, heutzutage werden wir es mit einer Drohne machen, aber selbst wenn wir jetzt mit dem Fahrzeug aufklären wollen, dann müssten wir da hinten irgendwo auf dem Hügel sein. Ja, da ganz. Da könnte man eigentlich auch hinten, wird man am besten sehen. Ja, jetzt ist glaube ich relativ. Ich weiß jetzt nur nicht, was wir hier noch aufklären sollen. Außer wir fahren, ja, aber da kommen wir nicht verdeckt hin, auf den Hügel auf der anderen Straßenseite. Ja, das könnte schwer werden. Ja, aber viel sehen ist halt auch nicht drin. Wieso seht ihr irgendwas noch in der Ortschaft, außer das Bekannte? Negativ. Wir sind allerdings gerade auch ohne Sicht, wir verstecken uns. Ja, so verstanden. Wir haben ja auch unseren Spaß. Da ist irgendwas Rotes. Da ist irgendwas Rotes? Ja, kannst du nicht erkennen, weil Busch. Oh, das ist natürlich schlecht. Weißt du, es sticht gerade raus, das Rot. Das ist rot-rosa. Mach mal was. Kannst du das Geschütz noch bewegen? Ja, kann man das Geschütz noch bewegen. Gut, dann kann ich die Mutter nämlich auslassen dafür. Dann sind wir nämlich leiser. Dann war es nämlich nur die Luke. Ja. Weil mit dem Motor hier zu stehen, so nah am Dorf, ist jetzt auch nicht so geil. Ihr könnt den Kopf ruhig rausstecken, wenn ihr meint, ihr überlebt das. Ohne dass ihr gesehen werdet. Du könntest mal auf den Kommandantenplatz gehen. Nee, dann kann ich nicht so schnell reagieren wegen Fahren, das ist schlecht. Wir sind zu nah an der Ortschaft, das ist zu gefährlich. Nah an der Ortschaft, vielleicht 50, 100 Meter entfernt im Ding. Oh nein. Weiß nicht, wo er hin ist. Ja, gut, wir sehen ihn auch nicht, also. Ja. Ich entferne mal kurz den blauen Punkt, der stört ein bisschen. So. Ja. Einer von den Intransisten im Dorf hat angefangen zu rennen, der Rest steht noch stock und steif. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr allzu viel Aufklärungsinformationen kriegen über diese Ortschaft. Ich auch so. Was da ist, ist da. Wiesel, einmal Map öffnen. Willst du dich auf die Berg verlagern oder was? Ist doch ein... Ja. Ja, mach mal. Südlich, Hügel 223, Richtung 209 und dann Richtung Dorf. Versucht mal, ob ihr da was sehen könnt. Das hat doch einfach Hügel 136, 186 glaube ich das, ne? Brechen und Richtung Dorf schauen. Ja. Genau, also westlich über den Hügel hochfahren, sodass er dann über den Hügelpunkt 209 Richtung Dorf kommt. Das ist ja, jawohl, mach mal. Von uns aus auf 12 Uhr, das ist genau die Mitte, etwa. Vorteil ist, sie haben da Wald, da könnten sie vielleicht Deckung haben, ein bisschen auch. Genau, deswegen. Und der kleine Wiesel ist eindeutig schwerer zu sehen, als wenn wir da hochpiesen. Ja. Wo
Wobei, also, wenn ich jetzt hier so von so rüber gucke, ne, dann sehe ich da nicht allzu viele Bäume wie auf der Karte. Das sind noch Steine. Berg ist Bergsymbol. Wald ist gepunktet. Ah, stimmt, da war was. Beziehungsweise so wie im Dorf, diese dunkelgrünen Flächen. Aber dann hat er jetzt die beste Map ausgesucht, um Fahrzeuge einzusetzen, ne? Wenn ich mir das so angucke hier. Ja. Das sieht ja erst wie eine Waldlandschaft mit den ganzen Felsen hier. Ja. Was soll man sagen? Das Leben ist schön. Das Leben des Brians. Allein wie lange wir jetzt schon brauchen, um diese Ortschaft aufzuklären. Wir hätten schon nicht zur nächsten sein können. Also eigentlich haben wir aufgeklärt, was man braucht, ne? Ist ein Feinkräfte, ist das ein Fahrzeug vorhanden? Ja, das ja, ist ein Feinkräfte, ja, ist es motorisierte Infanterie vorhanden. Und wenn wir sagen... Zu eurer Linken. Und dann hätten wir halt ungefähr 30 Mann, haben wir gesagt. Das ist ja auch eine ungefähre Einschätzung. Also eigentlich reicht das doch eigentlich an Aufklärungsdaten. Jetzt sind wir nämlich genau 12 Uhr. Nicht ganz, 11 Uhr. Siehst du eine Gradzahl? Ich sehe meine Gradzahl, wo ich gerade hingucke. Ortsausfahrt gesichtet, wahrscheinlich der von vorher. Ich denke, er patrouilliert. Sonst keine neuen Kräfte aufgedeckt. Gut. Habt ihr einen guten Überblick über das Dorf? Ja, so gut wie alles ist nicht vom Bäumen verdeckt. Die Einfahrt aus West sehen wir nur nicht. Das ist ein Problem. Nein, ist kein Problem. Das ist West, meinte? Ja, ich sehe euch. West von uns. Naja, die sehen wir auch gerade nicht, aber ist nicht so schlimm. Ja, aber wir haben den Großteil des Dorfes im Blick. Becky, guck mal auf Karte. Siehst du meinen gelben Punkt? Ja. Okay, wollen wir hierhin verlagern? Würde ich sagen, ja. Ich würde dann von da so ranfahren. Du hast aber das Problem, hier ist extrem steile Klippe. Also wir sind hier extrem langsam. Ja, wir fahren ja runter, wir fahren ja nicht hoch. Ich wollte die dann hier hochsetzen. Ja, 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 aber hier ist hochfahren angesagt. Das meinst du, ja gut. Das ist, wenn du gerade aufschaust, genauso unter. Der direkt in unsere Richtung schaut. Ja, schauen und nicht schießen ist besser wie schießen. Wir ziehen uns zurück und versuchen einen anderen Beobachtungspunkt. Ja, verstanden. Wir setzen auch um. Ich sehe gerade nicht, wie ich fahre, ne? Scheiße, aber ja. Ja, also ich habe echt massiv eingeschränktes Sichtfeld hier. Ja, kennt vom Wiesel. Sobald wir irgendwie bergauf oder bergab fahren, sehe ich überhaupt nichts mehr, was wir gerade machen. Kennt vom Wiesel. Das ist echt eigentlich geil, das hier. Alter, die kleine Steigung, ne? Und der verliert erstmal direkt 30 km/h. Kleine Steigung? Das sind mehr als 12%. Ey, komm, für so ein Fahrzeug würde ich damit rechnen, dass er es locker schafft. Das vergänzt ist quasi ein Panzer. Ich weiß, aber er ist nicht so schwer wie ein Panzer. Und er ist motorisiert. Ja. Ein paar Feindkräfte in der Hauptstraße sehe ich wieder. Einer. Aber wenn du sie siehst, könnt ihr uns ja auch sehen. Jetzt sind sie nicht mehr. Ich bin mir so sicher, die hören uns, ey, wie wir um die rumfahren die ganze Zeit. Natürlich. Ach, das ist der Heli, den er meinte. Hast du den gefunden? Cool. Ja. Ich sag dir mal lieber nicht, wie schnell wir hier hochfahren. Ich seh selbst. Hab die Anzeige wie du. Ach, scheiße. 12 km/h, lass grüßen. Oder kommt so. Kuppel. Boah, ich sehe gar nichts gerade mehr. Fahr rechts rum. Also, da sind halt Steine runter. Ja, alles gut. Links oder rechts? Was darf sein? Links rum. Bum bum, bum bum. Das ist ein Stein. Jetzt mich verarschen, dass das kleine Ding. Ach, ja. Egal. Und jetzt dann. Siehst du das Gebäude da hinten? Ja, das ist ein anderes Dorf. Rechts rum? Ja, alles gut. Jetzt mal den Wald da unten, oder? Nein, ist rechts von uns. Ach so. Ja, ist rechts von uns.
weiß, dass man zurücksetzen. Ich glaube, hier komme ich nämlich nicht runter. Wir hören Explosionen Richtung eure und unsere alte Position. Seht ihr was? Negativ, wir haben gerade noch Stein. Kann ich hier runterfahren? Ja, kannst fahren. Weiter. Und stopp. Weiter geht's nicht. Wir haben die beste Sicht, die es gibt. Sollte man gerade mal kurz ein WhatsApp-Foto schicken. Dass du mal ungefähr weißt, was ich jetzt gerade sehe. Das ist erstmal, dass du so ziemlich alles siehst. Weil wir sind hier wirklich ziemlich hoch. Ich mache den Motor aus. Ja, geh mal an dein Handy. Das ist die ganze Zeit auf, aber da habe ich den Stream-Tuber noch mitlaufen. Deswegen kann ich mir das gerade nicht angucken. Ah. Wir haben gerade ein paar Schüsse kassiert bzw. zurück. Ja, verstanden. Frage von wo? Und Frage Standort. Denke aus Richtung Dorf. Das ist schlecht. Ist oben auf dem Berg. Auf, HQ für Aufklärung, komm. Wiesel wurde gerade beschossen, zieht sich zurück. Keine weiteren Erkenntnisse, was Feindstärken angeht, komm. Sagt aus, also woher er beschossen wurde, kommen. Wisst ihr ungefähr, von wo sie beschossen wurden? Aus der Ortschaft? Dorf meint sie. Ja, Wiesel wurde aus Ortschaft beschossen, komm. Wiesel auf 1 Uhr, jetzt knapp 3 Uhr ist unsere Position. Ist das zu 100%igkeit bestätigt? Kommen von uns aus. Ja, positiv, komm. Dann so verstanden, also Wiesel wurde beschossen aus Ortschaft. Hätte jetzt gerne noch eine 100%ig bestätigt. Mannstärke noch ungewiss, kommen. Mannstärke nicht komplett bekannt, richtig, komm. Dann kurze Bedenkzeit, kommen. So verstanden. Ja, Aufklärung Ende. Gottes Willen. Können wir nicht einfach alles erschießen? Ja, Feind bewegt. Einer bewegt sich, ein Fußsoldat, der Rest steht. Fahrzeug nicht mehr sichtbar. Schon wieder? Wiesel, seht ihr das die mobile Infanterie? Negativ. Weil ich hab kompletten Blick. Ah, hab sie gefunden. Südlicher Ausgang Dorf. Cool. Auf eurer Seite. Nur nördlich Dorf. Wir müssen weiter fahren, um den Rest zu sehen. Ja, nee, braucht ihr nicht. Ich seh's. Schätze mal. Wiesel, verlagert mal zu uns. Wir müssen ein bisschen außen rum tuckern, damit ihr das schafft. Mit außen rum meinst du jetzt über den Norden, über den Süden des Dorfes? Ich würde Süden empfehlen, aber aufpassen, nee, da ist lass eine Moschee. Lass sie den Norden nehmen, der ist aufgeklärt. Ja, Norden ist besser. Norden ist unsere Fahrstrecke. Also am Kartenrand entlang bewegen. Süden hat keinen Kartenrand, was meinst du? Der Norden. Also Süden hat auch einen Kartenrand, aber es ist in jedem Fall unten. Also sagst du sowieso über Norden oder über Süden? Hast du uns Süden empfohlen? Nimm den Norden, der ist aufgeklärt, deswegen. Anfahrt über Norden, Norden aufgeklärt, durch uns. Wenn du sie jetzt nämlich über Süden schickst, dann fahren sie mit der Hauptstraße, die wir nicht aufgeklärt haben. Lass mich kurz mal gucken. Nicht einsehen kann. Ja, das wäre jetzt nicht so praktisch. Außerdem ist da, wenn sie da über die Straße tuckern und da ist Verkehr, ist das nicht so gut. Aber das ist, Hauptstraße ist immer so eine Sache. Ja, die aufgezeichnete Route von euch ist wunderschön. Mhm. Also Mauern eigentlich... Halten, Mauern halten ja eigentlich nicht viel aus. Also ihr müsst jetzt einfach nur einmal von rechts nach links gehen. Oder von links nach rechts. Und ich hätte wegen was ausgeschaltet. Wahrscheinlich. Aber eigentlich sind wir in einer echt guten Aufklärungsposition jetzt. Ja. Das Schöne ist, wenn wir auf dem Kamm hier bleiben, können wir auch die nächsten Ortschaften, glaube ich, gut auskundschaften. Ja, da habe ich mal reingeschaut, da habe ich noch gar nichts gesehen. Naja, ich meine die nächsten Ortschaften, die auf der Karte angezeigt werden. Ja, die Moschee, meine. So, ja, ne, ich dachte so an Kanda. Kanda? Kanda.
Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal hin irgendwann. Kanda ist zu weit weg. Ich sehe die Moschee. Ja, ich weiß. Kanda ist hinter der Moschee im Loch. Ja. Das heißt, da können wir dann immer noch mal schon aufklären. Dann ist da noch ein bisschen Ortschaft da in diesem Canyon wohl drin, mit, oder? Kanda, ich sehe zwei Häuser. Immerhin. Boah, also eigentlich das hier der reinste Horror für Fahrzeugaufklärung. Die Frage an Lux, kommt da auch was auf unsere Aufklärung oder schauen die nur blöd an und vermissen uns wieder? Also aktuell warten wir auf Antwort vom HQ, weil ich den Beschuss gemeldet habe. Wahrscheinlich. Da ist es. Aufklärung hört kommen. Wir haben gerade eine Feindmeldung abgefangen. Die berichten von einem achträdrigen Fahrzeug, was hinter Steinen steht und in ein Dorf guckt, kommen. Ja, nee, ist klar, die haben uns entdeckt. Ja, so verstanden. Komm. Ja, ich würde Ihnen empfehlen, ja, ich glaube, Sie sind damit gemeint, weil wir haben sonst kein anderes achträdriges Fahrzeug in diesem Gebiet, dass Sie sich verpissen, beziehungsweise mal gucken, ob in Ihrer unmittelbaren Nähe nicht irgendwie einer ist, der Sie gerade in den Fahrzeug kommen. Ja, so verstanden. Also angeblich sind wir aufgeklärt worden und angeblich soll einer in unserer Nähe sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass uns hier irgendeiner sieht. Also ja, also schaut keiner in unsere Richtung? Ja, das meine ich halt. Vor uns. Vor uns. Fahrzeug drauf ausgerichtet. Vor uns ist ein Infanterist. Okay. Also willst du mir jetzt sagen, dass hier zufällig ein Infanterist oben rumrennt? Ja. Nice. Also für Wiese, wir wurden gerade aufgeklärt, hatten einen Infanteristen vor uns und der hat jetzt ein Problem. Sollen wir doch aufschließen oder uns blecken? Ja, er konnte ruhig hier aufschließen, dass wir so ein bisschen Deckung noch mit zusätzlich haben. Wir können nicht so gut nach hinten gucken. Mein Geschützturm, der so, HQ für Aufklärung, komm. Sind aufgeklärt worden, feindlicher Infanterist neutralisiert, Dorf wahrscheinlich jetzt alarmiert, komm. So verstanden, dann schaut, dass ihr da aus der Ecke rauskommt, komm. So verstanden, Aufklärung Ende, wir sollen uns zurückziehen. Wohin? Richtung Moschee würde ich sagen, oder? Ja. Gut. Wiesel, wir ziehen uns Richtung Moschee zurück, haben Rückführungsbefehl erhalten. Markier es einfach mal so ungefähr die Richtung. Also notfalls, ich habe es mit dem roten Punkt markiert und die Richtung nicht direkt an die Moschee, aber den Rand. Du musst mir jetzt aber sagen, wo was ist, ne? Ich sehe hinten nichts. Ja, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Das ist gut. Vorwärts links. Links. Hier runter, würde ich sagen, oder? Ja, rechts. Gerade aus. Hier fehlt eindeutig der Kommandant, Alter. Ja. Da kommt's nicht so wie ich. Links. Wir sind hier gerade mit 80 Sachen am runterbreddern. Ja, dann wieder hoch. Ich glaube, wir haben Siesel verloren. Ich sehe es und es ist nicht mehr auf Radar, deswegen. Echt? Sie sind wieder da bei mir. Ja, ich sehe sie auch gerade. Ich habe so gehofft, dass sie jetzt auch mal Action haben dürfen, dass sie richtig auf die ballern dürfen da unten. Du bist aber ein Lux heute. Oh Mann. Dumm Wortspiele. Wie weiter rechts? Da kommt so ein Plateau, wo man kurz mal anhalten kann. Copy. Boah, Alter, das ist furchtbar hier zu fahren. Ja, deswegen. Hier haben wir ein Plateau, hier sind wir relativ gedeckt. Unsichtbar und haben trotzdem noch einen Blick aufs Dorf. Welches Dorf? Da, wo wir waren, weil die rennen jetzt wie blöd rum.
Naja, wir sollen uns ja eh zurückziehen, von daher. Ja, 1000 Kilometer sind wir entfernt von denen. Ich mess bei dem Haku. Haku für Aufklärung kommen. Oh oh. Ja, die sind aufgeschrieben, scheiße, so. Mahlzeit, Jungs. Mahlzeit. Also, das Dorf ist jetzt 1 Kilometer entfernt. Ja, ich hab das Auge aufs Dorf. Ich will die 20 mm aktiv einsetzen, beide. Ich würde jetzt gern auf die Entfernung einsetzen, weil ich kann eine Entfernung von 2 Kilometer einstellen. Weißt du, was ich jetzt gern hätte hier? 35 mm Geschütz. Hm. Sehr lustig. Ja gut, war auch lustig. Panzerhaubitze als Aufklärungsfahrzeug. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fahrzeug nicht mehr. So. 3, 4. Oh, Flüssigkeit. Takashi, wie ist jetzt der weitere Ablaufplan? Wir haben keine Befehle mehr. Reicht das? Dann mach deine eigenen. Ich versuche mal kurz rein. Haku für Aufklärung kommen. Haku hört. Geht doch. Wir haben uns jetzt ungefähr 1 Kilometer vom Ortschaft zurückgezogen. Neue Befehle kommen. Ja, in welche Richtung haben Sie ballern Sie rein, was es geht. Richtung Süden kommen. Richtung Süden von der Ortschaft oder Richtung Süden von. Ja, von der Ortschaft Richtung Süden. Wir sind jetzt, wie viel sind das? Das ist egal. Wir sind jetzt in der Nähe von Kandar, oder wie man sich das Ding schimpft. Kommen. Ach, was ist denn mal kommen, ey? Ich habe auf 227 Tarnnetz und Samtrackstellungen, möglicherweise, über eine Hügelgruppe. Bitte was? Das macht Bier zu. Ja, versuchen wir zu schauen. Tal oder Berggipfel? Berggipfel. Entfernungsbetrag 2,6 Kilometer. Weiß nicht, irgendwie glaube ich wäre das Aufklären zu Fuß interessanter gewesen. Aber dann hätten wir auch ewig gebraucht, um herzukommen. Ja, hab's gefunden. Ah, hab's was Schönes gefunden. Entfernung 1,053 bei mir. Korrigiere 2,2731. Ich würde ja gerne sagen, ich sehe es auch, aber. Entfernung passt. Ich kann weder mit Thermal noch mit Optik irgendwas ausmachen. Dito. Die haben Thermaloptik. Ja, schauen Sie mal, dass Sie vielleicht auf dem Gebiet rauskommen, beziehungsweise wenn Sie nicht weiter verfolgt werden, können Sie dort die Mission neu weit fortsetzen. Oder Gebiet anbrechen. Ja. Sonst, wenn sie nochmal beschossen werden, müssen sie sich erstmal aus dem Gebiet zurückziehen in unser Gebiet. Moment. Also sollen wir weiter K oder wie auch immer sich da weiter beschatten. Komm. Jein, nehmen Sie jetzt mal die nächste Ortschaft und beschatten Sie die. Kommen. So, verstanden. Klären nächste Ortschaft auf. Ende. So, Jungs, wir sollen die nächste Ortschaft aufklären und zwar Kanta. Mann, was ist das für ein Scheißname? Da würde ich jetzt von uns aus gesehen südwestlich vorschlagen auf der Karte, hier vor. Dahin? Ja. Glucks Vorschlag, wie sie verlegt auf Höhe 117 und versucht von dort das Dorf auszuspähen. 117? Wo ist denn 117 hier? Ich such's grad. Ach da, ja. Ja, okay, könnt ihr machen. Freigegeben, viel Spaß. Ja, wir gehen grüner Punkt. Grüner Punkt ist von uns aus gesehen. Genau südlich. Okay, passt. Das ist so eine scheiß Steingruppe vor uns. Komme ich da vorne durch? Links. Ich meinte hier. Links. Okay, kommt ja nicht durch.
Ortschaft vor unserem Grund. Wir sind oh scheiße. Fahrzeug vor uns, ist das ein Wiesel? Das ist ein Wiesel. Okay, passt. Wiesel, das, die Ortschaft rechts von euch habt ihr gesehen, wo Beschuss herkommt? Wo Beschuss mit? Nach unserer Gruppe, keine Ortschaft, aber ja, gesehen, wir ziehen uns gerade vor zurück. Wer die beschossen wurde? Ich hab nur die Luftspur durchfliegen, ballern sehen. Da wurden sie beschossen. Ist erstmal zurück, ne? Nicht, dass wir gleich noch beschossen werden. Ja, wart. Das kam vom rechts und hab's nicht gesehen. Das heißt, ich sehe kein Fahrzeug, das heißt, Das könnte auch Infanterie sein, ne? Eben, deswegen will ich jetzt erstmal kurz aufs Gebäude ab. Ja, Infanterie in der kleinen Gebäudegruppe, wo ihr dran vorbeigeballert seid. Wo besteht Feuerwehr? Dürfen wir, oder? Sollen wir es ausschalten? Feuerwehr dürfen wir, hieß es, oder? Wir sollten es vermeiden, wenn es geht. Ja, ich meine, Frage habt ihr HE? Jawohl, 200 Schuss HEI geladen. Ach, ja, von mir aus. Wenn du Kontakt hast, 2 Schuss erstmal. Bei Kontakt 2 Schuss bestätigt. Ja, nicht wundern, ich mache mit 2 Schuss. Ja, sprecht euch ab, so, genau. Licht auf eine Person. Oh, der ging rein. Ja. Das Ding ist, wir sind ja eigentlich als aufgeklärt, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eigentlich zur Basis zurückkehren. Ja, wir haben die in der Hoffnung gelebt, dass Aufklärung jetzt dann weitergeht. Wir können erstmal weiter aufklären, solange nichts Größeres passiert. Bisschen sehr weit hinten, ne? Alter! Also die haben das mit in dem Umfahren sehr ernst genommen. Mhm. Aber ich würde mich langsam auch mal gerne wieder bewegen, weil ich habe ein komisches Gefühl. Ja, ich habe keine Bewegung mehr. Wollen wir näher ran oder wollen wir weiter weg? Ich würde sagen, wir fahren weiter Richtung unserem Punkt, oder? Dann recht. Kannst du mal kurz reingucken, da? Komm mal schön rein, fröhlich. Ah, das war dieser scheiß Vogel. Ich dachte gerade, ich hab da Infanterie gesehen. Aber nein, ich kann noch nichts sehen. Rechts hoch. Ein Kontakt hat sich in der obersten Häuseretage befunden, ist jetzt, soweit ich sehen kann, bekämpft. Ja, soweit ich gesehen habe, ist einer von meinen Schüssen ins Gebäude gegangen. Und hat den hinteren Bereich des oberen Raumes aufgeräumt. Jawohl, wir sprechen von dem südlicheren der beiden Gebäude, korrekt? Bingo. Ah, seht ihr das kleine sowjetische Panzerfahrzeug da, das flüchtet? Negativ. Soll ich ausschalten? Ja, positiv, okay. Positiv, schalt's aus, bevor es uns meldet. Ein Schuss von mir, 2 Schuss von ihm. Das ist eine sehr aktive Aufklärung hier. Fahrzeug ist ausgeschaltet. Jetzt erst recht. Gut, ich würde sagen, jetzt können wir die Aufklärung in die Tonne treten, oder? Ja, aber du kannst hier stehen bleiben. Ich melde mal den Akku. Die Schnauze noch links runter? Stopp! Ich melde jetzt mal Haku. Ich will ja schon nicht. Haku, für Aufklärung kommen. Harten Kontakt mit Infanterie und einem Fahrzeug, mussten Selbstverteidigungsmaßnahmen ergreifen, kommen. So, Anfang der Brücke, ich sehe da... So, verstanden. Kommen. Kontakt. Ja, Aufklärung, so. Ende. Mehr ja, gibt's da nicht zu sehen. Ich glaube, da sollen wir verlinken, dass es sehen. Ich würde sagen, ja, oder? Positiv. Gut, machst du das so. 2 Kontakte. Die denken sich da auch nur, was beschießt. Kontakt schaut auf uns. Sieht den am Boden, Kontakte sind alarmiert.
Na toll. Das heißt, die haben uns gesichtet, richtig? Unser nächstes Ziel. Zwei Kontakte in Alarmbereitschaft kriege ich auf dem Boden. Ah, scheiße, das ist aufgeklärt. Der eine steht wieder. Schaut aber immer noch in unsere Richtung. Wir haben noch keine Sicht. Ich melde mich, wenn wir es sehen. Meinst du, dass die uns gesehen haben, Blackie? Ja, die haben uns definitiv. Dann halt doch mal drauf auf die. Dritter Kontakt. Bekämpfen. Bekämpfen, okay. Aufklärung hört, komm. Aufklärung hört, komm. Können Sie mir Ihre derzeitige Position mitteilen, kommen? Positiv 09880945. Aufklärung, wir haben noch, ja, wir haben jetzt orangen Rauch in der Ortschaft. Feinde haben uns wohl aufgeklärt, sind in Kampfhandlungen verwickelt. Komm. Dann versuchen Sie sich zu verteidigen, beziehungsweise wieder gegebenenfalls zurückzuziehen und auf weitere Soldaten kommen. Auf Kanda. So verstanden. Aufklärung Ende. Also Blacky, für dich, wir sollen uns zurückziehen nach Feindkontakt. Wir kennen den Spaß ja langsam, ne? Wollen wir uns da eigentlich zurückziehen? Also wir haben auch die Erlaubnis, uns jetzt zu verteidigen, also. Ihr dürft mitmachen, wenn ihr wollt. Ja, irgendwo zwischen Ritz und was war das jetzt bitte? Lol, ich höre dich schreien. Natürlich. Schön, dass ich am Leben bin und Blacky nicht. Das macht so richtig Sinn jetzt. Warum muss ich jedes Mal sein, Alter? Wir haben kein Fahrzeug mehr. Und Blacky ist down und ich bin verletzt, weil man muss ja wieder übertreiben. Gut. Sollen wir zu euch verlegen, von wo wir die beschossen? Wenn ich das wüsste, wären wir wahrscheinlich ausgeschaltet worden. Ich sehe jemanden, der auf der Moschee steht, ist wahrscheinlich ein AT-Observer. War ja klar, dass er in der Moschee einer ist. Der heiligste Ort von denen, aber da steht einer drin mit einer Waffe, ist klar. Ja, nee, dich krieg ich bestimmt nicht so leicht hoch, wenn ich nicht Sunny bin.
auch total Sinn, oder? Dass wir jedes Mal weggesprengt werden. Immer wenn wir Fahrzeuge haben, werden wir irgendwie von irgendeinem weggesprengt, der plötzlich in unserer Nähe auftaucht. Ganz plötzlich, so ganz unerwartet. Also eigentlich können wir Fahrzeuge direkt irgendwo stehen lassen. Als Infanterie sind wir besser geeignet. Ich bin im Sanitätsmenü, das ist einfach als der... Ach du Scheiße, wie soll ich dich denn nie wieder hochkriegen, ey? Und mit Fahrzeugen sind wir echt jedes Mal am Arsch. Ich weiß nicht warum. Ist egal, was wir fahren. Wenn wir mit Panzer fahren, sind wir am Arsch. Alter, ich glaube, selbst wenn wir einen Sternzerstörer hätten, wenn wir in die Luft gesprengt werden von so einem Infanteristen. Wie ist dann Fuchs, wir legen zu euch? Naja, ich versuche mal Blacky so einigermaßen zuzuflicken, auch wenn ich da keine Hoffnung sehe. Ich glaube, ich kann mich auch nicht operieren, oder? Oh, doch, kann ich. Nice. Ja, mich würde es freuen, wenn wir mal nicht so eine Scheiße immer am Laufen hätten hier, aber gut. Vor allem in einer Moschee, Alter. Das ist absolut heilig. Da würde man niemanden reinschicken, der auf ein Fahrzeug schießt, weil sonst die Moschee beschossen wird. Das würden die nie machen, Mann. Mäßige Blutung, ja. Schon sind wir zur Infanterie degradiert worden. Tippi. Ich glaube, auf Vollischer kommt gar nicht mehr. Könnte das sein? Alter, wie viele Verletzungen hast du denn am Torso? Du bist im Fahrzeug gewesen, Mann. Ein Jahr später. So, ich bin auch schon wieder auf. Ich krieg den kleinen Blacky nicht zu. Ich muss mal kurz selber zumachen, sonst nippel ich auch gleich noch ab. Ich habe wahrscheinlich nichts dabei, mich zu nähen, ob ich in der Nähe liege. Die sieht nicht gut aus. Das kann ja lustig werden hier. Alter, wie soll ich dich denn zukriegen, Alter? Toll. Wie soll ich das jetzt noch machen? Wow. Eine weg. Als ob jemand so 1000 Verbände auf so einen Typen raufklatschen würde. Yay, nur noch zweimal, dann ist das weg. Oh Mann, Alter. Und dann fehlt dir noch Blut. Jetzt bist du endlich gelb und nicht mehr rot. Ach, wie schön. Oh, Alter. Ich will nicht mehr. Ja, so 30 Verbände, um dem Torso zu machen. Geil. Ich sag mal, willst du mich eigentlich roffeln? Ich mach dich zu, du gehst sofort wieder auf. Feuerlöscher ist da. Super, nachdem wir das Fahrzeug verloren haben. Hervorragend, das macht Spaß. Ah, ich will nicht mehr. Mein Schützer hat eine kleine Blase. Ja, der Blacky hat eine große Blase. Darf ich dich jetzt endlich zunehmen, Blacky? Danke. Nee, Zeit übrig. Ja, toll. Aktuell weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich freue mich aber schon drauf, dass wir jetzt kein weiteres Fahrzeug mehr haben.
allgemein, deswegen. Ja, ist gut. Du kannst ruhig, wenn du willst, du musst es aber halt nicht. Es ist mir eigentlich gerade relativ. Ich muss erst mal gucken, wie ich Blackie wieder hochkrieg. Oh, der sieht irgendwie nicht ganz so gesund aus. Aus nicht erklärbaren Gründen hat er mehr abbekommen als ich, wie es aussieht. Okay, wenn wir es realistisch nehmen, wären wir jetzt beide tot, aber egal. So, erstmal bekommt er jetzt ein bisschen Bluti-Bluti. Ich bin schon wieder offen, geil. So, mal kurz mich selber versorgen, bevor das reinläuft. Sprengstoff, wir haben Sprengstoff dabei. Ja. Oh, Alter, das fehlt mir richtig. Mahlzeit. Boom, boom. Ja, boom, boom, wäre schön gerade. So. So, ich hab nochmal Tonic-Quid reingeklatscht, damit ich den hier verarzten kann ordentlich. Wie geht's dir? Der muss erstmal reinlaufen jetzt, der hat ziemlich viel verloren. Hast du wenigstens an Blutungen gestillt? Ist das nicht? Ja, alles dicht. Okay. Ich mach kein Blut rein, bevor ich den nicht komplett dicht hab. Hat der Puls? Nee, garantiert nicht bei dem Blutverlust. Das ist, mit der großen Menge hat er erstmal gar nichts. Da müssen wir halt kurz warten, bis wir was machen können. Da können wir kurz warten. Da muss er erstmal jetzt auftanken. Auftanken. Naja, es bringt gerade nichts. Nicht bei dem Blutverlust. Der braucht erst vernünftig Blut und dann können wir das. Ich hab neben Gagani und Black geht's scheiße. Black, der ist im Land der Träume. Jetzt, das Fahrzeug ist komplett nicht einzusetzen bei euch, oder? Also nach der Tatsache, wie er aussieht und wie das Ding geraucht hat, sollte es eigentlich komplett im Arsch sein, aber wir können ja gleich mal gucken. John Blackie, ich schau mal. Der braucht noch mehr Blut, Alter, der ist so dermaßen durch. Nö, ich mach schon. Ich bediene mich ja sozusagen an seinen Stuff dadurch, du ja dann auch. Ah ja. Es wird ja immer erst das von den Patienten verwendet und dann erst das vom Medic. In dem Fall ist er der Medic, also. Also es gilt alles für ihn. Ja, egal was wir tun, ist das nicht schön. So, ich hau da nochmal 750 Milliliter zusätzlich rein, da hat er fast 3 Liter bekommen. Ist zwar ein bisschen unrealistisch für Menschen, aber hey. Ja, das finde ich immer noch lustig. Ein absolut heiliger Ort, von dem aus sie nie kämpfen würden, weil dann würde es beschossen werden. Da ist einer drin und schießt auf uns. Macht Sinn, ne? Ja. Ja, ganz ehrlich, ich bezweifle, dass sich da irgendeiner reinstellt und von da aus auf dich schießen würde. Blackie, könntest du langsam mal wieder Blut haben? Ist ja furchtbar mit dir. Ich guck mal das Fahrzeug an, ja? Rico Mortis reagiert nicht, schnappt und... hallo, der hat nicht mal einen Puls, der kann doch keine Luft kriegen, dann. Wollt ihr mich verkackeiern hier, oder was? Alter, wie viel Liter will der denn noch haben, bevor der mal wieder normal wird? Meine Familie ist echt nett. Ich werde hier als dumme und fette Sau bezeichnet. Nett? Sag mal, wie viel Liter hat nochmal menschlicher Körper? Okay, ich habe jetzt ungefähr 4 Liter in die Typen schon reingequetscht. Hast du wirklich alle Blutungen gestört? Ja, die sind, es ist keine Blutung mehr. Ich weiß nicht, was genau das Problem war. Wahrscheinlich hat das Fahrzeug durchschlagen und euch getroffen, aber hier ist alles gut. Na nee, ist klar, Grubi, ist klar, das Fahrzeug wird getroffen. Wir sind ausgestattet, das Fahrzeug ist halt, ist realistisch. Bei dem war halt das Bein komplett offen, der Arm war offen und der Torso war richtig durchsiebt. Also der war im Prinzip, ja, Wasserhahn, der offen ist. Also richtig offen. Kann schon mal Krabbeln, wenn du willst. Grab, ein Grab für Leichner, auf wie nett.
Weil das soll ja ein Chat sein, wie viel Blut will der denn noch kriegen? Der ist gleich selber ein laufender Atomreaktor hier. Ah, jetzt wird's langsam. Kein. Na ja, gut, wundert mich nicht, dass der keinen Puls hat. Hat eine sehr große Menge Blut verloren. Na gut. Das hier wollte ich haben. Und rein damit. Da. Haben wir eigentlich gar keine Defis mehr oder was? Wir brauchen noch mehr Blut. Ich kann nicht mehr. Müssen die eigentlich gleich Feuerlöscher hier auftauchen? Dahin, danke. Schauen wir mal nach. Immer noch nichts, immer noch zu wenig Blutintus. Ich hoffe, der hat jetzt kein Defi im Rucksack, das wäre so wie Kacke. Aber ich glaube, der ist ja rausgeflogen, ne? Ja, ich glaube, der Defi war rausgeflogen. Warte mal, hör mal die Batterie vom Lux, ich schließe kurz bei ihm an. Willst du haben? Gib her das Zeug. Oh Gottchen, ey. Geht die Hälfte des Spielzeugs jetzt drauf, um den Typen hier wieder zu beleben? Ja. Ich sehe gerade Feuerlöscher kommt gleich. Jo. Könnt ihr den durch mich ersetzen? Oder andersrum, mich durch ihn? Musst du weg oder was? Ja, irgendwas ist gerade bei meiner Freundin ganz, ganz komisch. Ich wollte da gerne mal gucken. Ja, musst du eine Gruppe Bescheid sagen. Jo. Wo ist denn der? Einfach anschreiben. Schreib mir einfach über Steam. Ist manchmal das Einfachste, wenn man den einfach schreibt, den verrückten Jungen. Ja. So. Hat etwas Blut von. Jetzt könnte es was werden, wenn wir aufwachen lassen. Wieder aufwachen eigentlich. Gucken wir auf den Blutdruck, wie der so aussieht. Bestimmt voll scheiße. Oh, geht so. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Sonst geh, wenn es mit deiner Freundin geht, ist alles okay. Ja, recht stabile Herzsequenz hier. Hinten den Tag liegt der Junge.
Ansprechbarkeit. Mortis ist nicht ansprechbar. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Und da ist er wieder. Was zum Geier guckst du da schon wieder, Alter? So, jetzt nehme ich. Los. Der einzige Grund, warum ich dich wieder geholt habe, damit du mich nähen kannst. Hi. Hallo, Schnuckiputz. War auch kein Akt, den wieder hochzukriegen hier, den Jungen. Also, wirklich. Nur damit du es weißt, ne? Nö, das hast du. Ich hab mich über dich bedient. Du musst die Waffe weglegen vielleicht. Soll ich mal sagen, was der alles gerade geschluckt hat an Litern? Ja. Also in echt, ne, hätten wir dich als Mumie verkaufen können. Du warst trocken, ey. Du warst wirklich komplett trocken. Die habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Liter nicht reingepumpt. Überleg dir mal, 6 bis 7 Liter, ey. Sonst noch jemand? Aua. Nö, wir sind die Einzigen, die was auf die Fresse bekommen haben. Die gute Nachricht ist, eurem Fahrzeug geht's gut. Die schlechte Nachricht ist, wir sind gleich trotzdem nur zu viert. Wir sind gleich trotzdem nur zu viert, ne? Genau. Feuerlöscher kommt gleich, ersetzt und dann hängen wir hier. Wir warten gerade auf das Löschzeug, ja. Auf das Löschfahrzeug. Also am liebsten würde ich jetzt Infanterie weitermachen, das wäre mir irgendwie lieber. Aber dann hätte ich bitte gerne G36, oder was? Ja, das wäre mir dann auch lieber. Egal. Ich habe nichts gegen Fahrzeuge, aber dann sollten wir vielleicht, wenn wir aufklären, ich würde gerne wenigstens zusehen, wie das, was wir aufklären, explodiert. Ja, es ist... Das Ding ist halt immer, wenn wir Fahrzeuge haben, fliegt irgendeins davon in die Luft. Das ist jedes Mal. Oder, so wie jetzt, er macht ja, ist klar, er schießt durch uns durch, weißt du? Er trifft den Fahrer, er trifft den Schützen, das Fahrzeug ist auch noch voll intakt. Ja. Wie soll das denn gehen? Also bei dem Durchschuss erwarte ich, dass einer vielleicht getroffen wird dann. Und da ist ein Loch drin in der Panzerung, aber das war's auch. Aber so? So, eigentlich hätte er... Ja, egal. Ja, aber aus einer Moschee, Alter. Das ist schon echt ein bisschen hart, ey. Nee, das ist das Witzige. Die Moschee war von eurem Fahrzeug aus nicht einsehbar. Ja, im Umkehrschluss auch nicht. Hm. Also entweder der Typ in der Moschee hat nur angeschossen werden. Also es muss von da gekommen sein, wo wir geguckt haben. Also eigentlich nicht möglich. Weil, wenn es von der Moschee gekommen wäre, wäre es Artillerieschlag gewesen. Der hätte uns beim ersten Schuss eigentlich erstmal nicht gekillt. Vor allem wäre das Fahrzeug gekillt. So. Ja. Also. Ja. Raketenwerfer weiß ich auch nicht. Also entweder Aufklärungsteam für Sani-Ersatz, kommen. Sani-Ersatz? Hier Sani. Ja, genau. Hier Sani. Das passt jetzt. Ja, okay. Korrigiere. Aufklärungsteam für Ersatz, kommen. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, was gibt's denn Schönes? Frage, Standort, Zwecks, Rendezvous, kommen. Wo sind Sie denn überhaupt? Im Basislager, wo auch Sie Ihre Mission begonnen haben. Oh, sexy. Ich glaube, wir sollten dich abholen, außer du möchtest einen Kilometer bis 3000 Kilometer hier marschieren. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ich Sie gerade sehe, kommen. Bitte. Ja, okay, 098094. Aber eigentlich kann das gar nicht sein, wenn er im Basislager ist. Ja. Dann nur mal so, wenn sie im Basislager sind, dann dürfen sie uns nicht sehen können. Ich wurde soeben
und stehe jetzt neben dem, es sieht aus wie ein Wiesel, es soll wohl keiner sein. Doch, das ist ein getarnter Wiesel. Doch, das ist ein Wiesel, der denkt, dass er ein Stein ist. Ich stehe neben einem Stein, habe ich gehört. Stein, das ist so fleckig, ich glaube, der schimmelt schon. Beschwer dich noch mehr drüber und der Stein schießt zurück. Pass auf, ich habe auch gutes Bonbon. Wir haben das selbe Bonbon. Wir hatten gutes Bonbon. Nein, wir hatten. Vergangenheitsform. Soll ich das Tarnfest vielleicht abmachen? Sollen wir das Tarnfest vielleicht mal abmachen? Ich auch. Da. Ah ne, Fracht einsteigen, scheiße. wie geht das? Okay, ich hab dir auf die Schulter geklopft, das ist schon mal ein Lichtblick. Jo, Chef. Jo. Geht ab. Weiß ich noch nicht. Was? Wir experimentieren gerade mit dem Tarnnetz hier rum. Hast du ein Feuerzeug? ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, was ich hier machen soll. Also, ich ersetze TJ. Was hat der gemacht? TJ war Wiesel. Und nicht, soweit ich mich entsinne, ist er da gefahren, oder? Meiner war Fahrer, ja. Nice. Genau, und wir haben das Riesengefährt, wo wir eigentlich 3 Leute für brauchen, fahren das Ding zu zweit. Weil wir eigentlich mit 5 Leuten hier gerechnet haben. Ja. Toll, ne? Muss ich eventuell auf den Fahrersitz setzen? Von da habe ich es drauf gemacht. Achso, okay. In Arbeit. Ja, danke. Oh, die Eintrittswelle ist beschädigt. Oh. Ah, die Räder sind beschädigt. Die Räder sind beschädigt, das hört sich schon mal sehr unangenehm an. Ja, wenn es fahrende Dreck wäre, könntest du dir sagen, wer es. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt ganz lustig nach links wechseln, ist auf der linken Seite was beschädigt. Ich sehe nichts. Ja, linke Seite hat er weggekriegt. Ja, also kam von links, also von unten wahrscheinlich was. Also aus meinem blinden Schatten. Ich würde sagen, dann ziehen wir es erstmal zum mal kurz zurück, wa? Aber mit dem beschädigten Fahrzeug ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen unangenehm. Lass mich kurz mal was gucken. Mhm. Nö, lol. Also nur so, bei uns ist eins der Räder beschädigt, deswegen sind wir nicht ganz so gut fahrtüchtig, aber ihr könnt schon mal aufklären, wenn ihr wollt. Was aufklären? Weiß ich doch nicht, das was wir halt aber auch geklärt haben die ganze Zeit. Das war alles schon tot sind. Motor aus. Motor an, okay. Ich weiß nicht. Ich komme zu euch. Hallo. Hi. Ich trau ihm da nicht. Ich trau ihm nicht. Er arbeitet an einem Fahrzeug, wo Sprengstoff drin ist. Ich meine, ich dachte, aber du denkst nicht, dass du da was mitgehst. Das ist Blackie. Der reagiert irgendwie allergisch auf Sprengstoff, in jeder Form. Wahrscheinlich versteckt sich hinter effektiv 2 Sprite-Dosen nach Hause. Da ist ein Seil, ein Werkzeugkasten und ein Rucksack drin. Was mich gerade Sorgen macht, ihr steht da vor uns und deine Panzerung ist nicht sehr dick. Ja. Hm. Müssen wir? Also ihr müsst, obwohl wir fast jetzt wieder heilen, ne? Gut, ich könnte das Akku ja gleich mal fragen, was abgeht. Will ich das denn? Wir können, ja. Wollen wir gerade beschossen? Beschuss. Warte mal rein, wir kriegen Beschuss.
Feuer erwidern einfach. Von wo? Vor uns. Vor uns, ne? Ich denke von hinten. Genau in den Busch da, diesen braun. Halt drauf da. Genau da. Oh, da war der Busch. Okay, wir ziehen uns erstmal zurück. Ich weiß noch nicht wohin. Berg hoch. Na denn. Warte, ich muss kurz was machen. Über Kobi fahren? Ja. Ja, da musst du übrigens durchschlängeln. Brutale Fahrweise. Ja genau, kotzt mir jetzt schön den Nacken rein, Alter. Nee, du hockst links, ich hock rechts. Hä? Bei mir bist du genau hinter mir. Echt? Jo, ich sitze nämlich, ich sitz... Wenn aus der Luke kommt, bin ich rechts. Kein Kommentar dazu. Wenn ich jetzt nämlich nach hinter mir gucke, dann sehe ich nämlich deine Füße genau mittig. Ja, ich hock rechts. Ich könnte jetzt das Akku anfucken, oder? Wir sind jetzt vogelfrei. Mein 52er. Guck mal so, man kann jetzt auf die Moschee wirken. Ja, aber steht da vor mir. Ja. Und wie halt. Schieb einfach. So, ich guck mal kurz auf Karte, ne? Wenn's recht ist. Ja, schau mal Richtung Moschee. Ah, ich guck erstmal das Akku an. Akku für Aufklärung, komm. Gut, keine Antwort. Akku, Aufklärung zieht sich zurück zum. Ja, Akku. Ende. Oh, wir ziehen zurück. So, Wiesel, wir ziehen uns zum Akku zurück erstmal. So vollständig zur Basis, oder? Ja, ja, vollständig zur Basis, die Antwort nehme ich auch nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Also ich vermute, Basis ist irgendwie neutralisiert, also von daher. Soll ich schieben? Wo eigentlich könnten wir das Wiesel hinten drauf packen? Wir fahren immer weiter ins Feindgebiet. Wir müssen westlich mit Rüstung fahren. Oder was? Hä? Wir fahren doch einfach nur außen rum. Ja, aber sind extrem weit nach Osten gerade gefahren, deswegen. Ist egal. Machen wir einen großen Bogen. Hier rechts runter und einmal quer durch, da wo die lang fahren wollten, oder? Ich folge denen einfach mal. Die wissen den Weg bestimmt. Nein. Ich glaube auch nicht, aber ist egal. Ich würde uns mal einen Weg zeichnen, okay? Du kannst du machen, wenn du willst. Hast ja gerade Zeit. Ja, ich fahr vor. Wiesel für Lux. Ihr wollt da in den Süden zurückfahren, oder? Bingo. Weiter rechts, ja. Aber ja. Rote Linie, siehst du auf dem GPS und nur so Zeichen. Welche rote Linie? Sollen wir auf Höhe 162 anhalten und nochmal Charuk auskundschaften? Was wollen sie auskundschaften? Ja, können wir eigentlich machen. Nochmal reingucken, nochmal reinhalten vor allem. Alternativroute wird in grün aufgemalt. Richtig. Luxen wir eine Runde. Ereignislose Geschichten hier heute. Hm. Kakashi? Ja. Du fährst im letzten Zeichen rum. Bitte? Du musst um 180 Grad drehen. Warum willst du da lang fahren? Mittlich. Wir sind erst in die Richtung, jetzt fahren wir in die gegengesetzte Richtung. Das macht natürlich Sinn. Weißt du, so können wir noch, noch mit nebenher noch irgendwas aufklären. Das will ich ja gar nicht. Wolltest du? Wir wollen uns ein paar Kuh zurückziehen, nicht aufklären.
nach, die nehmen die grüne Linie. Ich sag dir lieber nicht, wie schnell wir sind. 130. Jetzt hoch den Berg mit der Geschwindigkeit. Wo sind die eigentlich? Ich seh sie auf dem GPS, aber ich seh sie selbst nicht. Oh, vor uns. Ich sehe, wo der Beschuss kommt. Richtung Fahrtrichtung. Das klang nach hinten, nicht vorne. Ich würde weiterfahren, stehen bleiben ist mal eine ganz schlechte Option. Halt mal kurz. Nee, wir fahren weiter, wir bleiben nicht stehen beim Beschuss. Ja, also zumindest meinst du damit, ja, wir sind ausgeschaltet. Was war das jetzt schon wieder? Deswegen wollte ich das anhält, weil ich das. Aussteigen. Was war das denn bitte? Hier ist nicht mal was. Vor uns. Ich sehe nichts. Siehst du was? Ich will vom Fahrzeug weggehen, Blackie, ne? Das raucht. Was soll das jetzt bitte gewesen sein? Da war das wie so ein Grubi mit einem lustigen Triggerfinger. Von hinten. Zu den Felsen, Blackie, lauf! Was auch lustig ist, wir besser gepanzert werden als erstes ausgeschaltet. Siehst du sie? Oha. Das ist bestimmt was Größeres. Hä, wo soll der bitte sein, Alter? Ja, nee, ist klar. Gepanzertes Fahrzeug hatten die auch. Ein Feindfahrzeug neutralisiert. Suche weiter. Ja, wir unterstützen den bei der Suche. Komisch. Dass der Feind immer da ist, wo wir gerade kamen, ne? Ja. Ist ja ganz merkwürdig irgendwie. Was für ein Fahrzeug? Verlockend an. Ich verstehe nicht, warum der Gegner immer von da kommt, wo wir kommen mussten. Kann er lieber von vorne kommen oder so? So einfach, dass man einfach mal sagt, okay, da waren wir noch nicht, da kann er was sein. Und aus nicht erklärbaren Gründen erwischt es immer uns beide, ne? Weißt du, die beiden werden beschossen als erstes. Daneben. Wir kommen vorbei. Erster Schusstreffer. Ja, das wundert mich ja gerade. Deswegen, wieso kommen die Gegner von da, wo wir gerade schon waren? Da ist er aufgeklärt. Und da war ja nichts. Und der kann ja nicht von jetzt auf gleich irgendwo auftauchen. Das ist offenes Gelände. Eben. Gut, du hast ein paar Hügel und so, aber wir sind davon ziemlich weit oben gekommen. Also nicht möglich eigentlich. Eigentlich. Habe ich Blut verloren? Na toll. Oh, ich bräuchte vielleicht mal eine Infusion, Alter. Yay! Sprit für den Kakashi. Woo. Ach, etwas Blut. Nein, bei mir steht große Menge. Hat eine große Menge Blut verloren, steht bei mir. Ich weiß ja nicht, was bei dir steht. Bei mir steht große Menge. Ich denke, die Luft ist rein. Könnt ihr reparieren? Dieses Reparatur-Tipp gibt es, glaube ich, nicht. Da kann ich ja gleich ein ganz neues Fahrzeug bauen. Fahrzeuggeräusche. Ja, ich höre ein Fahrzeug von links. Talseitig, linke Seite, wie viel? 90 Grad links. Alter, da treib halt. Finden sich direkt links in der Gruppe.
Ist er tot? Weit links, Hügel runter, eins hinter Fahrzeug. Noch mehr Beschuss. Naja, links sind ich ja noch. Ich weiß nicht, ob 20 Meter mitten in meiner Nähe toll sind. Ruby ruft Kakashi. Interessantes Rufzeichen, was gibt's denn? Die Aufnahme feindlicher Bewaffnung ist nicht freigestartet. Kommen. Okay, was soll man das jetzt sagen? Soll ich jetzt eine AK aufnehmen oder was? Wenn du sagst, die Bewaffnung reicht dir nicht mehr aus, du brauchst die, was der Feind hat, darfst du sie gerne aufnehmen. Yay, Freude. Ja, wir dürfen jetzt Gegner looten, yippee-yay. Also das sowjetische Fahrzeug mit russischen Daten ist ausgeschaltet, die kommen direkt aus dem Zweiten Weltkrieg. Hi Jungs, wie geht's so? Ja, so sind wir raus. Hier mal gucken, ob das Schiff funktioniert, ne? Ich glaub zwar nicht, nachdem er 20 mm abbekommen hat, aber... Hm. Also Blackie, wenn wir die Russen als Räder montieren, kann er noch fahren. Also wenn du vier Räder hast, bist du gut. Das lassen wir mal lieber, das Ding ist im Arsch. Kann man auf dem Wiesel irgendwie so aufsitzen, so als Gast? Wäre auch zu schön gewesen, glaube ich. Oh, ich kann da Flaggen ranhängen. Das war jetzt eher so ein unschönes Ereignis, glaube ich. Aber Hauptsache der Motor läuft doch, ne, von dem Jeep. Recht. Schon wieder. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Das ist so die Quizfrage. Ist der auch wirklich tot? Ich gehe mal gucken, was bei unserem Fahrzeug abgeht, ne? Also rein theoretisch müsste das komplett im Arsch sein. Außer es ist wieder so ein magisches Fahrzeug. Das weiß man bei den Dingen immer nicht. Seid ihr mit dem Looten fertig? Also die Antriebswelle geht noch, die können wir noch benutzen. Das war's aber auch. Direkt an eurem Fahrzeug! Oh, ihr fahrt vorwärts, fahrt vorwärts! Erwischt! Hätte gut zu verhallen. Mann, Blackie, warum warnst du sie? Da hätten sie auch Infanterie werden können. Du darfst sie doch nicht warnen. Oh, über uns. Sag mal, wo kommt die alle her? Na toll, jetzt hab ich auch wieder so einen scheiß Treffer abbekommen. Ja, man sind gerade am gucken und warten. Aua. Mann, immer auf die Kleinen. Haben. Ja, verstanden. Das ist aber wohl mehr Fallkontakt als vorher, wa? Ja, ist auch was drauf war. Klatsch auf den Arsch. Oh. Nice. Magazin ist wieder voll. Sehr gut. Let's go. Hast du Sprengstoff dabei? Haben wir Sprengstoff dabei? Du meinst doch was von Sprengstoff im Fahrzeug. Nee, das ist dann nämlich die Munition eigentlich. Ja, gucken wir mal. Fach kannst du nicht mehr, oder wie? Nope. Hast du Sprengstoff dabei? Ich bin zwar nicht. Ich habe Momenti davon dabei. Wieso auch immer ich ein Mobiltelefon dabei für Sprengstoff, den ich nicht besitze. Irgendwas ist gerade mit dem Fahrzeug passiert. Kakashi für Feuerlöscher. Ja, Schnucki Potz. Ist der Sani betriebsbereit? Ich komme mal vorne ab, also
Ist der Sunny betriebsbereit? Geil. So. Weiter rechts von dir. Das ist leider leer. Wir haben Seil, wir haben Wasserkasten, der uns nicht viel bringt. Notizblock, ganz wichtig. Oh Mann. Das tut mir jetzt gerade schon wieder an. Die Granate haben wir hier drin. Ich habe Brandgranaten, ganz wichtig. Aber ansonsten sieht es ein bisschen mager aus. Na gut. Aussteigen. Okay, wer von euch hat mir Rauch ins Gesicht gefurzt? Dann hast du Feindkontakt. Der hast du Feindkontakt, so richtig trocken. Suche den Feind, suche den. Das hätte es böse ausgehen können. Das hätte böse ausgehen können. Warum haben wir nochmal gewarnt? Okay. Funktioniert der Jeep? Haben wir das schon geschaut? Der hat keine Räder mehr. Ah ja, das haben wir geschaut. Also der Motor läuft, also der funktioniert noch. Erstaunlicherweise. Weiß auch nicht, wie das geht bei 20 mm Volltreffer von vorne, aber. Ja. Gut, ja. Ich würde sagen, dann müssen wir wohl Infanterie spielen jetzt, ne? Ja. Mit Begleitung eines. Das könnte lustig werden. Okay. Dann wollen wir mal. Gehen wir mal doch den direkten Weg, den ich aufgemalt habe. Ja, lass den machen, lass den Weg nehmen. Abmarsch würde ich sagen, ne? Ja. So, wir laufen vor, ihr folgt dann so ab und zu mal. Ihr seid ja schneller als wir. Und wir werden schon wieder beschossen. Wisst ihr von wo? Ja doch, irgendwie schon. Probier's mal mit Osten. Osten! Von oben! Komisch, wir sind effizienter als die. Naja. Ich glaube, wir können weiter. Jetzt komme ich mir wirklich vor so richtigen großen Kämpfe. Erst haben wir null Kontakt, keine Bewegung, total tote Hose auf, aber Action pur. Links von uns ist auch der Adler. Lustig, dass unser Fahrzeug auch so lange durchgehalten hat. Ja. Was mir mehr Sorgen macht, links von uns ist der Adler. Was mir Sorgen machen muss, ist, wenn es sagt. Jetzt hätte ich ganz gern G36 irgendwie. Ja. Das wäre jetzt irgendwie geil auf der Distanz, aber gut. Ich wollte ja meinen Heckler und Koch. G36 kommt doch allgemein von Heckler und Koch. Na egal. Hä? Ist G36 nicht allgemein von Heckler und Koch? Ja, es gibt eins, das HK vorne dran. Das neue. Aha. Sind wir bald fertig? Boah. Ja, aber der Ausdauer ist bald fertig. Boah, Alter. Sowas kann Spaß machen, aber irgendwie ist das jetzt gerade eher so wieder ein bisschen anstrengend. Das wird ein langer Fußmarsch. Jo. Jetzt bin ich Frontmedic. Du bist so richtiger Frontmedic. Ja, und auch so ist auch weg. Ja, man auch. Lass mal den Felsen da, dann machen wir Pause. Ja. Ah, gestrandet in der Einöde. Wie schön.
Ja. Das wäre das Einfachste. Einfach oben drauf und dann ab dafür. Aber es geht ja leider in dem Spiel nicht. Wir machen hier eine kleine Pause, gell? Jawohl. Wir schließen unsere Sicherungsposition auf und pausieren mit. Wir sind ja leider, ja genau, die brauchen unbedingt Pause, ne? Die sind voll. Vor uns! Sieht sie nicht? Oh Gott, was ist das für eine scheiß Granate gewesen? Aua! Ja, links von mir auch, man kann es aber treiben, echt. Warum haben wir so eine. Ja, Kakashi ist down, ich bin getroffen. Kakashi, ihr müsst bedecken. Das war eben sich gegen Ballern, Alter. Da kann ich mein Handy eigentlich mal laden, ne? Ist auch schon wieder so alle. Da gibt bestimmt tolle Geräusche. Wo ist das blöde Kabel hin? Echt jetzt? Wow. Okay.
Ich kann euch sichern, wenn einer in eurer Nähe um den Stein schaut, wird es eventuell laut. Ja, kein Problem. Wird es eventuell laut. Schön. Finde ich gut. Kashi hat wieder Puls. Och nö. Nein, warum? Weshalb? Wieso? Ich will das nicht. Nein, ich will nicht. Nein, nein, ich will das nicht. Wo ist meine Granate? Ich muss den Stift ziehen. Wenn ich mal ganz nämlich fragen darf, seit wann bekämpft die Rote Armee? Weiß nicht, seitdem diese Union wieder auferstanden ist? Hast du das Memo nicht bekommen, oder was? Vor allem finde ich das lustig, wie sie irgendwie überall und nirgends sind. Das ist dezent anstrengend, mit zwei Leuten dort um sich herum zu machen, so. Oha. Die paar Patronen, die ich noch drin habe. Ach ja, wenn das fies. Hm? Sie wünschen? Ja, ich sehe jetzt schon, einer von uns beiden geht eh gleich wieder down. Haben nur mal die Hälfte geschafft. Ich weiß. Sobald wir unten im Tal sind, kommen wir jetzt mal in der Hälfte. Na toll. Wollen wir? Dann wollen wir. Wir müssen ja eh laufen. Die anderen beiden haben jetzt ja gut, die haben ja Fahrbahnuntersatz noch. Na dann, Abfahrt. Ich laufe schon mal los. Echt jetzt? Keine 3 Meter gelaufen, ey. Keine 3 Meter gelaufen, direkt wieder Beschuss. Meinst du, das bringt uns was? Aber können wir machen. Sinnvoll, glaube ich. Lass mal sehen, zumindest war da unten jetzt gerade aktuell keine Bewegung. Wir wissen, dass das nichts zu bedeuten hat hier. Ja, aber. Mich würde es nicht wundern, wenn wir gleich von hinten überrannt werden. Nee, sie stehen gleich wieder vor uns. Aber zu Fuß. Weißt du, Fahrzeuge kommen von hinten. Infanterie kommt von vorne. Ja. Saubere und nette Zangenbewegung, die sie hier durchführen. Das ist ein bisschen merkwürdige Zangenbewegung, aber ey, immerhin. Ich bin dafür, wir setzen auf das Wiesel auf. Ach ja. Auch so kann eine Mission natürlich auch in die Länge ziehen. Wie wirkt das wieder so, ob die Mission jetzt so in die Länge gezogen wird? Also ich habe auch nichts dagegen, wenn diese Mission einfach nur mal ein, zwei Stündchen geht. Das wird mir auch nicht stören. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen bis 0 Uhr durch. Kontakt links, 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 links. Links. Oh.
Wiesel, lebst du noch? Ich höre nichts mehr. Gutes Zeichen. Ich höre wieder was. Nicht gutes Zeichen. Ist die Rauchwolke. BMP wahrscheinlich neutralisiert. Wahrscheinlich. Ist jetzt keine Absitze. Ich traue dem Scheiß nicht. BMP brennt. BMP zündet durch. Yeah! Ich dachte, es ist unser Wiesel. Ich hab's gehört, der guckt schon nach links so, hat das Wiesel verlegt, guck auf GPS, denkst so, der ist rechts von uns, das ist kein gutes Zeichen. Der ist eindeutig Feuer und Flamme für seine Arbeit. Aber hey, es ist wie gehabt, von hinten gekommen. Er brennt nochmal. Gefühlt ja. Naja. Das der meinte, der Russe gut durch, oder was? Der Russe ist definitiv gut durch. Setzen wir auf die andere Fahrseite oder auf die rechts nochmal Hang entlang, oder? Oh. Wenn wir es dann eben drüber schaffen. Wie ist das? Rechts von uns ist ein Dorf. Könnt ihr da mal ein Auge drauf schmeißen kurz? Jawohl. Das Dorf, wo wir vorhin beobachtet haben. Das Dorf in Sicht, es handelt sich um unser letztes Ziel. Da ist bereits alles tot. Ich sehe keine Wetterkontakte. Ja, nur so Sicherheit, falls da was gewesen wäre. Und wir laufen und wir sterben, la 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 la. Weil wir tun jetzt da eine große Talstraße graben. Das sieht für mich aus wie so ein Fluss hier. Ich muss ein bisschen warm machen, während ihr da lauft. Das Problem ist, meine Ausdauer ist fast fertig. Also ich werde wahrscheinlich rüber kriechen. Also wir lassen uns Zeit, meinst du? Okay. Ich hoffe, das ist das Wiesel, was von hinten angedackelt kommt. Alles andere wäre sehr unpraktisch. Mal an dabei, ne? BMP ist bekämpft, ich habe Absitze. Also wir halten fest, Fahrzeuge kommen von hinten, Infanterie kommt immer nur von vorne. Au. Sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Aber schießen du da? Ne. Möglich. So, komm ich vielleicht noch ein BMP, das wäre lustig. Fahrzeug, 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 oder? Nee. Ach nee, warte, alles gut. Das ist das andere kaputte Ding, was nicht mehr brennt. Das sah echt komisch aus gerade. Alles gut. Ja, hat
Der sieht so heil aus, aber der ist kaputt. Wie viele von diesen BMPs haben die eigentlich? Keine Ahnung, aber ich habe auf einen Busch geschossen. Nice Job. Ein kleines Wiesel fällt hier rüber. Was ich jetzt lustig finden würde, wenn denen der Sprit ausgeht. Nee. Ja. Ich hasse dich. Ja, der war ausgebrannt. Ja, den habe ich auch gerade mal gesehen. Wir melden ja gerne doppelt die Fahrzeuge hier. Wegen dir habe ich das dumme Lied jetzt im Kopf. Warum? Weil ich es auch die ganze Zeit im Kopf hatte. Toll, jetzt muss ich mitleiden oder was? Mann, Alter, wie lange soll das hier eigentlich noch gehen? Möchte ich fragen? Er was schießt auf uns, würde ich sagen. Seitlich. Seitlich. Ah, lauf! Wo ist das Teil, Mann? Ja, ich bin hier auf dem Felsen. Nicht der Waschstein geschossen hat. Nee, lustigerweise noch nicht. Sehr merkwürdig, wo ist das Teil? Alter, was schießt der denn? Da ist ein Hauptkampfpanzer. Wir sind machtlos gegen das Scheißteil. Rechtslos? Richtung Nordost, wo wir gerade herkamen. Hinter uns? Oh toll. Also wie gehabt, Fahrzeuge kommen wieder von hinten oder was? Oh Mann. Ja, die kommen alle von hinten. Hatte ich dir nicht eine Panzerabwehrwaffe gegeben? Ich habe eine Panzer raus, aber ich bin nicht klar scharf drauf auszuschränken und sie zu verwenden. Warum? Weichei. Weil ich aktuell Hügel zwischen mir und Kampfpanzer habe und ich bin nicht sicher, wenn das ihn treffe. Oder ausschalte. Die ballern in der Richtung. Ich weiß. Ey, Wiesel, fahrt mal zu uns, dann seid ihr besser gedeckt. Und dann könntest du deine Panzerfaust in dein Wiesel-Inventar packen, dann kann ich es mir nämlich rausnehmen. Mach ich gern. Ja. Was? Hm? Was ist er denn jetzt? Ob ich da hin will, weiß ich noch nicht. Ich lauf da jetzt einfach hin. Der Panzer hat gerade wieder auf uns geschossen, denke ich. Unter Umständen. Oh Gott, so Himmel, ich hätte gerade das Panzer gemacht. Hi. Der Kampfpanzer ist. So, ihr könnt abhauen, viel Spaß. Dem kleinen Hügel gegenüber. Ich hab's gesehen. Hi. Rat mal, wer ein neues Spielzeug hat.
Aber wer so weit weg ist. Ja, der Panzer, ich weiß. Vielleicht kann das Wiese den anlocken. Okay. Um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass er zum Spielen kommt, oder? Wenn er DC kann, ich auch treffen. Ja, sah eng aus. Warum schießt ihr jetzt auf den? Alter, das stimmt mit dir nicht. Er hängt am Stein vor allem. Sehr beruhigend. Das ist super beruhigend, weißt du das? Oh, ich sehe den Heli. Cool. Tatsache. Jungs, wie geht's euch? Ja, wir leben. Wieder müssen wir ran, damit wir den treffen können. Ja, er lebt. Schau mal auf die Karte, dann siehst du, wo er ist. Ja, da ungefähr habe ich noch gesehen. Ja, so ungefähr ist es. Ich hab's nicht ganz genau getroffen. Gut. Wollen wir uns mal von ihm zurückziehen oder was ist der Plan? Es dreht. Es dreht. Und jetzt hängt er wieder fest. Sehr schön. Fährt Grubi oder was ist jetzt? Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, Grubi fährt. Grubi fährt, er ist frei. Rückwärts. Er kommt. Er kommt. Wir versuchen mal zu beschießen. Vergesst es. Wir könnten auf die Ketten schießen vielleicht. Das wäre das Einzige, was wir schaffen könnten. Ja, genau. Er guckt auf uns hoch, fuck. Kommen die Wand hier ewig hoch. Ich denke, es ist schlauer, dass wir nicht zu riskieren und ihr versucht, euch irgendwie zu verprügeln. Wo hinten? Hier ist keine Deckung, Mann! Ja, Panzer hat so 20 Meter nach unten versetzt und ich glaube, er ballert in eure Richtung. Hört sich dann mal an. Ihr solltet ihn auch nicht aufklären, ihr solltet ihn demobilisieren. Ja, Auftrag war ja auch Demobilisierung und nicht Aufklärung. Aufklärung betreibe ich. Das Problem mit Demobilisieren ist, dafür muss ich ihn sehen. Und wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn nämlich. Lauft einfach weg, Jungs. Wohin, Alter? Hier ist offen dieses Gelände, Mann! Hoch? Du willst hoch, dass er uns sehen kann? Ja, nein. Hier geradeaus, über den Hügel rüber. Richtung anderer Berg. Oder wir ja? Und dann sind wir in einem Tal drin. Da können wir dann rechts. Du kannst ja mal versuchen, aber Alter. Oh, warte mal, ich hab eine Idee. Der ballert die ganze Zeit in unsere Richtung. Perfekt. Wir smoken ihn erstmal eine Runde. Möchte ich fragen? Das sah jetzt irgendwie ein bisschen knapp aus. Der deckt sich ja auch nur, die verarschen uns. Oder wir warten, bis er keine Munition mehr hat. Eingestiegen. Ausgestiegen. Boah, Alter, voll in die Fresse das Ding. Es kann sein, dass ich deinen Hauptschild habe. Es bewegt sich noch. Ich denke nicht, dass er noch irgendwo hinfährt. Ja, der MG ist auch Gott sei Dank noch aktiv. Nicht nur das. Der Turm ist aktiv. Wir sehen uns zurück. Okay, wir hauen ab. Komm, komm. Ja, irgendwie. Aber bis wir dort unten vielleicht.
Ich weiß, da sind wir sicher. Siehst du? Ich korrigiere, das Hauptgeschütz funktioniert noch. Nee, der Tom dreht sich ja auch noch. Das ist die ganze Zeit. Wie ist das? Immer schön draufhalten. Ja, ja. Wie sie kommt. Was für Ausdauer? Karls, das Wiesel schiebt uns gleich nach. Alter, der schießt ja wie verrückt. Das ist kein Aufklären, was wir hier machen mehr. Das ist nur noch wegrennen, einfach nur noch wegrennen. Da wollen wir glaube ich nicht hin. Wie kann er da treffen, Alter? Lass mal da laufen. Lauf zum Felsen, lauf zum Felsen rechts. Auf jetzt hier hoch. Ach, soll er doch. Wir leben noch. Noch. Ja, hört sich gut an, hier ist sicher. Also ich bin dafür, wir machen jetzt hier so ein kleines Zelt, ein Lagerfeuer und dann machen wir hier Urlaub. Oh Gott, Alter. Der will eigentlich voll unbedingt getroffen werden von dem, ne? Warum haben die so ein Glück und wir werden direkt ausgeschaltet? In einem Schuss. Ja. Wir müssen halt wirklich einfach einmal über diese Scheißkrümmung rüber. Ja, aber jetzt haben wir auch sauer. Ja. Ihr macht Kaffeepause, das ist gut. Wir sind gerade in der Kuhle und sehen gar nichts, aber das ist schön, weil man es im Panzer auch nicht sieht. Können sie nicht einfach einzige Mal treffen? Kannst du nicht einfach mal irgendwas treffen? Einfach so. Ja. Achso, du meinst den russischen, ja. Aber worüber laufen wir jetzt? Wie viel Munition hat der bitte, ey? Ist ja abartig. Also du hast in der Regel ja so die 25 bis 30 Schuss AP, HE. Du hast so Hälfte, Hälfte fast. Ja, und eventuell noch eine dritte Art. So, oh, den Abmarsch. Ja, Abmarsch. Wie das auch nur so einschlägt. Also wir haben es jetzt auch auf die andere Hügelseite geschafft. Wir werden unseren Marsch jetzt langsam wieder fortbewegen. Wie ich sehe, hat der Panzer euch noch ein Abschiedsgeschenk geschickt, ne? Ja, der wollte das mal wegen schneller bewegen. Ein bisschen, ne? Alles klar. Alter, das wird so ein langer Marsch noch, ne? Wir folgen euch mal durchs Tal. Alter, das ist so ein langer Marsch, bis wir noch da sind. Die ganzen Hügel hoch und runter. Ja. Das sieht gar nicht mehr so weit aus, aber. Wenn du auf die Karte guckst, denkst du, oh, ist ja bald da, ne? Dann überlegst du, ja, hoch, runter die ganze Zeit, ja. Ah. Halb. Oder meinst du eine Müdigkeit? Ich bin schon fast bei Max vorbei. Nee,
jetzt auch noch die Panzer raus auf dem Rücken, ne? Ich würde sagen, da vorne ist so ein Stein, da machen wir wieder Pause, oder? Ja, können wir machen. Machen wir wieder eine kleine Rast mitten in der Sonne zum Erholen. Ich gehe in den Schatten. Was ist denn Schatten? Genau den. So, hier auch hier rein. Bist du dick? Ich will dahin, so. Ich leg mich jetzt hier hin und schlafe eine Runde. Nachti. Wie ist denn für Fußtrupp? Wie ist denn für Fußtrupp, genau. Fußtrupp macht Mittagsschlaf. Boah, Alter, wenn ich das Gelände sehe, ne? Alles klar, wann wollt ihr den Weckruf? Ja. Komm jetzt, ich verlasse. Mal uns mal eine neue Runde. Alter Schwede, ich bin gerade echt müde. Also immer sicher, was für jemand rumgucken lässt. Sehr unpraktisch. Sehr unvorteilhaft. Inachuibliert, aufstehen! Na. Darf ich ihn da schießen? Ich glaube, ich würde dann wirklich aufstehen, aber ich würde ihn dann mit der Brandpfanne zusammenschlagen und dann würde ich wieder schlafen gehen. Hm. Kannst du aufhören, du steckst an. Ja, Mann. Scheiße. Oh, fuck, Alter. Ist es wieder da? Ist unser Freund wieder da? Ja, weg hier, los. Lauf. Bitte lass uns laufen. Ja. Lass die Wiese zurück, der kann ablenken. Sollen wir dir vielleicht Bescheid sagen, dass wir uns bewegen? Fußtrupp ist unterwegs. Wenn der jetzt so hoch kommt, der scheiß Panzer, ne? Das ist nicht gesund. Yay! Mir ist extra hinter dir laufen, das Benzin kostet gleich beide kostet. Ja, Alter, leck mich am Arsch. Ich hätte gern so ein Lauftempo machen. Weil ich würde jetzt gern die Hände von der Tastatur nehmen, weil ich laufe eh nur geradeaus. Wir haben kein Wiesel mehr, wir müssen zu Fuß aufrollen. Ja, einmal dem roten Schnitt folgen. Bestellt. Warten auf der Spitze, oder? Ja, geht so, wenn wir Deckung haben. Ja, das sind ja so zwei Steine oben. Ich komm halt dann auf den Ball. So, ich wollte sagen, hier ist gut, oder? Na gut, gehen wir noch bis weiter. Dann können wir sie ja gleich auslachen, wa? So. Ja, Mama. Ja. Ich hab hier ein Versteck. Sehr schön. Ist da auch Bier? Nee, nur Corona. Nee, dann kannst du es behalten. Wo sind denn unsere anderen beiden Fußtrüppler?
Okay. So, auf der rechten Seite sind Gebäude und militärische Einrichtungen. Siehst du die beiden? Nope. Was sind die denn jetzt? Was sind denn meine beiden? Ah, sehe ich am Wiesel. Am Wiesel? Sag mal Leute, steht ihr immer noch am Wiesel rum? Wir versuchen es zu reparieren, gibt uns eine Sekunde. Ist klar, die kriegen das Ding auch bestimmt repariert. Ich sehe sie. Warum ist da schon wieder ein Impfandriss von denen? Da liegt ein Impfandriss, ein Toter. Willst du mir sagen, dass der das Ding ausgeschaltet hat? Ja. Oh Mann. Oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das hält ja schon wieder. Könnt ihr jetzt bitte in die Tellermine kommen? Bitte. Oder Panzer, der einmal wegballert wäre. Ja. Boom, sieht's nur noch. Das finde ich so unfair. Weißt du, wir haben so richtig Pech und die... Die ganze Zeit nach rumfahren hier. Bist du nett? Ich hab eine Panzerfaust. Also für die Größe des Fahrzeugs ist ganz schön viel Staub im Spiel hier. Okay, wir machen weiter. Warte, ich kann das wirklich reparieren, kein Problem. Ja, Tobi macht das. Ich kann es reparieren, kein Problem, warte. Nee, wir suchen eher nach der Art reparieren, bis jemand das macht, was du da machst und nicht die finale Art. Das ist immer Gnadenschuss, komm schon. Sei nicht so. Gnadenschuss für den Wiesel, Alter. Ich bin heute sehr human eingestellt. Hallo, ich möchte, dass da wirklich mit hohen Ehren umgebracht wird hier. Also die Tatsache, dass Mord da auf die Wiese draufsteht, lässt mich darauf schließen, dass er gleich zusammenklappt. Bei der dünnen Panzerung ist es ja so. Hast du noch keine Beulen reingemacht oben? Zu deiner linken militärische Einrichtung. Zu deiner rechten? Ein Panzerbataillon des Gegners. Ja. So richtig trocken von der Seite nochmal. Also irgendwie ist das jetzt gerade etwas zu ruhig. Von der Aufklärung zum Runner. Ja. Sind wir bald da? Nein, noch lange nicht. Jetzt rennen wir hier wieder eine Stunde durch die Gegend, ey. Wieder offenes Gelände. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir gehen hier bei Todesrabatt. Schön, dass wir diese bestimmten Sachen hier treu bleiben. Ist ja auch so realistisch, dass er es schafft, den Wiesel aufzuholen. Da der Wiesel den Fußgänger in der Erfährt. Ja, aber trotzdem, komm schon. Das ist amerikanisch, ja. So, Abrams, ja. Amerikanisch.
Ist das nicht ein Leo? Als Deutsche dürften die uns eigentlich nicht beschießen. Das ist ein Leo. Nicht wenn wir ruhig halten. Das ist kein Leo, das ist ein Army. Oder? Das ist doch ein Leo, Alter. Ja, doch, das ist ein Leo. Ich würde mal behaupten, nach Aussage Kakashi sind es Leos. Die zufälligerweise auf uns zufahren. Ja, ganz zufällig. Ja. Ist ja auch normal, dass so ein kompletter Panzerzug hier einfach so ohne Infanterie durchfährt. Das mache ich auch immer so. Ich finde auch geil, wie sie einfach an uns vorbeifahren. Mal fragen, was ist los? Was macht ihr hier? Einfach weiterfahren. Weil vor allem, wir sind hier noch nicht gefunden. Tschüss. Ja, ich find's auch geil. Also, hier ist so ein Trupp Soldaten. Gar nicht eingeplant, dass sie hier sein sollen. Aber wir fahren aber auch weiter. Scheißegal, was die hier machen. Was hier? Ja, Jungs, wollen wir weiter? Ja, ich würde sagen schon. Ne? Ich hab zwar gehofft, dass die uns das mitnehmen, aber. Also, liebst du nicht aufhören, aber. Panzerfaust, hätte sie doch anhalten können. Hatte ich erst vor. Also, wie ich das sehe, können wir entweder einmal weiterfahren. Oder wir warten, bis der Russe da hinten seine Kette repariert hat. Was nie passieren wird. Ich würde sagen, ich laufe jetzt in diese Richtung. Ja, scheiß auf. Ich habe gehofft, dass sie uns vielleicht mitnehmen oder so. Nein, die gucken einfach nur. Ihr habt 10 Minuten, bevor ihr Sekundenwürfe anfangen, euch zu jagen. Nutzt sie gut. Arschloch. Warte, ich mache mich schon mal bereit für den Fall. Warte, ich mache mich kurz bereit. So. Fußgänger hinter euch, gell? Sieht aus wie ein Deutscher. Okay. Wie soll ich sagen, wenn fast der will? Ich will nicht mit ihm reden. Ich will das nicht. Bleibt doch nicht. Hallo, wir bleiben mit. Vor allem Fußgänger hinter euch. Ich wollte erst schießen. Ja, hätte ich das mal gemacht. Natürlich. Ich muss den Sichtkontakt zu Krümi unterbrechen. Da haben wir schon den Hügel, aber ja, okay. Nein, nein, sicher ist sicher. Was auch schon, wie sie uns nicht funken, dass das eigene Kräfte sind, ne? Ja. Wir haben ja nur mitgeteilt, da sind euch die Kräfte hinter euch und jetzt. Das ist egal, es wird zumindest gemeldet, das ist was ist. Also es gibt ja keine Meldung mehr von denen. Ja, und wir müssen. Sie können nicht einfach im offenen Gelände rumstehen, so wie die. Nee, leider nicht. Sehr kugeln. Also. Oh, da wollte irgendwas funken. Was? Ja, habe ich mir auch gehört, oder? Könnte es sein, dass wir schon so weit weg sind durch die Hügel? Soll mal links. Kakashi, warte mal kurz, da ist ein Herr Zimmermann, der mit dir sprechen möchte. Ich möchte das aber nicht. Wir werden dich einholen, er folgt uns. Aber weiter. Er hat einen Zug Kampfpanzer, um seine Forderung durchzusetzen. Tut mir leid. Erreicht hat er den, ich sehe keinen. Ja! Lauf! Ihr könnt ihn ja mal zu uns schicken. Wenn ihr uns findet. Wenn ihr schnell genug fahrt, ne, seid ihr weg. Wenn ihr einfach rechts abbiegt, seid links zu uns, fahrt ihr an uns vorbei. Oh nein, die sehen uns schon. Nein, geht weg.
Viel einfach. Lauf weiter, Mann, wir schaffen das! Also eigentlich könnten wir uns auch bei der Basis treffen, das wäre einfacher. Wir sind ja fast da. Naja, ja, kommt die 200 Meter. Ich würde sagen, die finden uns gerade nicht so gut. Kakashi Zimmermann ist müde vom Laufen, er möchte, dass du herkommst. Sieht aus wie die Wohlfahrt. Du hast doch gesagt, er hat ein Fahrzeug bei sich, oder? Das stimmt eigentlich. Warum läuft der Kommandierende nicht zu Fuß durch die Gegend? Ich kann versuchen, dementsprechend über Funk zu übermitteln, wenn das ist, scheinbar sind die gerade zu weit vorne. Ich laufe bestimmt nicht wieder einen Kilometer zurück, Alter. Ich würde sagen, wir waren zwar glücklich hier, ne? Ja. Er soll auf einen seiner Panzer aufsitzen und herfahren. Das wäre viel einfacher. Wir laufen jetzt nicht einen Kilometer bei der Hitze wieder zurück. Außer was wir überlegen, wie lange wir schon am Laufen sind. Ja, vor allem, weil wir auch keine Funkgeräte haben, wo wir uns mal kurz funken könnte, dass die uns mit uns treffen wollen, ne? Ja, vor allem die Basis hätte einen Anflug. Wäre nett gewesen, ja. Ja, und jetzt sind wir kurz vor der Basis, jetzt kommt da plötzlich so ein Typ mit Pumppanzern angedackelt. Vor allem die Panzer hätten auch kurz anhalten können, ne? Und mal kurz sagen können, ja, da kommt gleich jemand, der mit euch reden will. Ja. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand, der sowas kommandiert, nicht zu Fuß unterwegs wäre. Ja. Auch die Infanterie wäre nicht zu Fuß unterwegs bei sowas. Ja, die würden mit irgendwelchen gepanzerten Fahrzeugen nachrücken. Aber sonst könnt ihr gar keine Tuchfühlung halten, das ist ja Schwachsinn. Ja, aber allgemein, die ganze Infanterie wäre irgendwo motorisiert gewesen, zumindest. Also, sonst kommt die ja gar nicht hinterher. Stell dir mal vor, der Leopard fährt so in der Stadt rein. Ja, wir müssen kurz warten, bis die Infanterie ist. Könnt ihr euch mit der Kampfhandlung zurückhalten? Die sind zu Fuß unterwegs. Schöne Pause hier. Auf was warten wir eigentlich? Es gibt Offiziersgespräche austauschen. Das freut mich sehr. Es gibt auch etwas, das nennt sich Funkgerät. Ansonsten müssen wir wirklich schauen, dass er euch irgendwie trefft. Soll ich vielleicht Brieftauben beschaffen oder hat er kein Funkgerät? Der wird ja wohl einen Basisfunk haben und darüber kriegt er einen Karashi. Normalerweise macht man das so. Man trifft sich nicht eigentlich mitten im Feld plötzlich spontan und so, oh, komm mal her, wir müssen mit dir reden. Vor allem, eigentlich dürften die gar nicht wissen, wo wir sind. Ja, ich sag mal so, die Kampfpanzer haben uns aufgeklärt. Ja, aber das ist ja ein bisschen merkwürdig. Er weiß auch, wer ich bin. Ja, in den Hater laufen deutsche Soldaten, da fährt ein Diesel, das geben wir an unseren Chef weiter und... Aber eigentlich dürften die gar nicht wissen, dass wir nur noch einen Wiesel haben. Das Ding ist nur, die dürften gar nicht wissen, dass nur noch ein Wiesel da ist, weil ich hab's ja nicht mehr erreicht. Die wissen gar nicht, dass da Lux ausgefallen ist. Also rein theoretisch müssten sie davon ausgehen, dass wir komplett motorisiert sind noch. Das heißt, sie hätten schon längst wieder in der Basis sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist, das Funkgerät einfach zu benutzen. Er könnte theoretisch auch notfalls, wenn er sagt, er hat den Kanal nicht, könnte er ja das Funkgerät von Morta oder so einmal kurz nehmen. Ich würde das offiziell so machen, weil es... Morta nach der Frequenz fragen. Oder das. Oder weil wir ja einfach nur Kanäle benutzen, einfach sagen, auf welchen Kanal ich gehen soll. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum ich es genau neben ihm sein muss für ein Gespräch. Wenn es jetzt mit Kartenabgleich ist, okay, das würde ich noch verstehen. Aber alles andere? Oh, kacke. Das kommt näher. Jupp, das kommt näher. Wir hocken doch in der Schippe. Wäre der jetzt echt hierher gekarrt? Ist auch irgendwie sexy. Soll ich noch was...
Soll ich vielleicht eine Granate schmeißen jetzt? Dann haben wir es hinter uns. Tag. Da ist es doch wieder. Wie schön. Scheiße, er ist da. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hab mitgenommen, der Option. Wie könnt ihr den mitnehmen? Wir dürfen nicht mehr mit drauf fahren, Alter. Habt ihr ihn auf das Geschütz geklemmt oder was? Nein, wir können gut laufen. Marschieren. Ja, nicht klar. Schnelles Tempo. So, habe ich jetzt hier den Aufklärungstruppführer vor mir? Oh, so theoretisch schon. Ja, auch praktisch. Hm, das praktisch aus, ich weiß noch nicht, aber ja, was ist denn? Aber das Hauptquartier ist ausgefallen. Das haben wir gar nicht gemerkt. So kaputt für unser Fahrzeug, bitteschön. Ja, das haben wir auch mitgekriegt. Weil wir sehen ja nichts anderes. Wir wissen ja, dass sie mit dem Lux und dem Wiesel los sind und durch ihren Wieseltrupp haben wir erfahren, dass sie das Aufklärungsteam sind. Ja. Und dass ihr Truppführer irgendwo da vorne ist. Ja, irgendwo ist gut. Irgendwo in der Pampas, weit weg vom Wiesel. Der sich gerade mit einem anderen Druck unterhält. Jo, komm vorne. Ja gut, wie gesagt, Info, Hauptquartier ist ausgefallen, es gibt hier nur noch die kleine Basis. Wir versuchen gerade in Richtung Norden durchzustoßen. Echt jetzt? Ja, zur nächsten Basis. Wo soll denn deine Basis sein? Irgendwo da oben. Die Karte hört nicht am Map-Rand einfach auf im Gedanken. Denk halt mal, da geht's weiter, Mensch. Er hat halt eh schon das Gefühl. Wir haben halt auch irgendwann Ende der Karte. Oh Mann. Jetzt muss ich meine 80x80 Kilometer Karte einladen. Eieiei. Also, unser nächster Auftrag wäre es jetzt, sie einzusammeln und dann hoch mit zu evakuieren. Im Durchbruch sollte das jetzt durchgeschafft haben. Hey, Blacky, fällt dir was auf? Wir laufen den ganzen Weg wieder zurück. Hey, wir haben über Funk euren Trupp, dem man gesagt hat, ihr sollt wieder zurückkommen, gehört. Wäre ihr wieder zurückgekommen, aber euer Trupp hat ja gesagt, geht nicht, also sind wir jetzt hier rübergewandert. 9 mm ist wirklich sehr angenehm. Wenn Sie so enden wollen, bitte. Wir halten Sie jetzt nicht auf. Nur Information, da war ein Panzer auf Ihrem Weg. Viel Glück. Auf unserem Weg war ein Panzer. Da war ein Panzer, ja. Es hat ja einen Grund, dass wir nicht nach Norden gelaufen sind. Östlich der Nordroute, wo Ihre Panzer gefahren sind. Östlich der Nordroute, wo unsere Panzer gefahren sind. Ja. Andere Kampfseite. Also das zufällig auf einer Karte, auf der digitalen Karte markiert? Ja. Ja gut, da fahren wir eh nicht lang. Wir fahren da Fahrt Norden rauf. Ja, aber wo teilen wir ihn mit, das doch war. Ja, aber wir haben ja 4 Panzer da hochgeschickt. Das schaffen die schon. Ui. Infanteriezug. Aha. Uiuiui. Also, aufstehen, wir müssen los. Nicht nur du, nicht nur du. Wiesel fahrbereit machen, bitte. Bitte vor allem. Ja. Wir finden hier gerade mal. Nein, fahrbereit machen, ja. Abfahrt. Außerdem, zum Kommando über das Wiesel hat dieser gute Herr und nicht sie und somit können sie dem Wiesel gar nichts mitteilen. Dadadadum. Was glaubst du, warum der Motor noch aus ist? Mach mal Tannen, jetzt mach doch mal fahrbereit. Oh, ein nacktes Wiesel. Angefasst. Ja, so. Perfekt. Ja, das wüsste ich jetzt auch gern, aber ich glaube, unser Offizier hat spackische Allüren. Ja, geht Norden, aber dann lass uns doch der gelbe Haube
Vielleicht meint er dieses riesige Kritzel, was da oben in der Mitte ist. Ja, das. Von der Frage, was für eine Basis war, die Antwort ja wirklich angenehm. Aber ist schon schön, dass ich nicht weiß, dass da oben noch eine Basis ist. Das ist so ein. Das ist. Ja, was. Das nächste Ding ist eigentlich, er hätte uns ja auch anfunken können. Okay. Er hätte uns aber auch einfach anfunken können. Weil die Funksequenz ist ja nicht geheim im Militär von uns. Also. Deswegen, er hätte einfach nur den allgemeinen Funk nehmen müssen. Und schön, endlich Ruhe. Was? Das muss so enden. Das ist normal hier. Ende des Streams.